Ja, vielen Dank und ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Annette von der Technologiestiftung Berlin und mit Silvia und weiteren Kolleginnen für das Projekt Kultur wie Digital zuständig, was von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert wird. Und in unserem Kultur wie Digital Lab bieten wir einen spartenübergreifenden Austausch rund um den Einsatz von digitalen Technologien und Methoden in der täglichen Arbeit von euch bzw. von Kulturschaffenden. Wir führen diverse Veranstaltungen durch, wie diese heute. Wir stellen aber auch über unsere Webseite die Informationen, Berichte über die Veranstaltungen und Themen, Leitfäden und Beispielprojekte zur Verfügung. Ich kann gleich mal den Link zu der entsprechenden Seite, wo ihr auch die Materialien aus der Vergangenheit findet und nachschauen könnt, posten. Wir begleiten darüber hinaus das Förderprogramm der Senatsverwaltung für Kultur zur digitalen Entwicklung im Kulturbereich. Und das Ziel der Förderrichtlinie ist die Selbstbefähigung von Kulturschaffenden beim Einsatz von digitalen Technologien in der täglichen Arbeit und der Ausbau jeweils der eigenen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien. Dafür können neue digitale Arbeitsweisen, Tools, Werkzeuge und Formate ausprobiert werden. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die jeweiligen Projektverantwortlichen die anderen Vertreterinnen anderer Sparten an den Learnings, den Do's and Don'ts aus den jeweiligen Projekten teilhaben lassen. Und eines der Projekte, die aus diesem Fonds in der ersten Förderphase im letzten Jahr gefördert wurde, ist Kudiba, Kultur digital barrierefrei. Und ich freue mich sehr, dass Thorsten Hesse vom Handiclapped e.V. und Matthias Strobel vom Music Tech Germany e.V. uns ihr Projekt und ihre Vorgehensweise und Erkenntnisse vorstellen. Und im Anschluss dann für eure und unsere Fragen und den weiteren Austausch zur Verfügung stehen und sich ausquetschen lassen, um einfach auch über den Tellerrand zu gucken, was dann auch für andere verwendbar sein kann. Und damit übergebe ich auch schon an Matthias und bin gespannt auf eure Ergebnisse. Auch von mir herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und heute unser Projekt vorstellen dürfen, das wir Ende letzten Jahres gemacht haben. Wir haben der Titel Vergessene Publikum kommt daher, dass es sich um Menschen handelt, die oft leider vergessen werden, wenn es um die Planung von Live-Veranstaltungen im Kulturbereich geht. Wir haben uns hier ziemlich auf Konzerte und Musikveranstaltungen konzentriert. Das ist aber eigentlich egal, weil im Grunde genommen gilt es für alle Veranstaltungen. Aber dazu komme ich später nochmal. Also unser Projekt hieß Kultur digital barrierefrei, also abgekürzt KUDIPA. Und es ist eine gemeinsame Initiative von Handiclapped, also von Handiclapped e.V. und von Music Tech Germany. Was die einzelnen Partner so machen und was dahinter steckt, das erklären wir euch jetzt erstmal im Vorfeld, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Thorsten fängt mal an mit dem Handiclapped e.V. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin gut hörbar. Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass wir das heute hier vorstellen dürfen. Das ist uns ein Anliegen und eine Freude, das tun zu dürfen. Mein Name ist Thorsten Hess. Ich bin seit 2 Jahren bei Handiclapped. In meinem vorherigen Leben war ich 20 Jahre im Marketing, Geschäftsleitung im IT-Bereich. Und ja, und jetzt seit 2 Jahren mit Leib und Seele bei Handiclapped. Hier sieht man das Logo und da sieht man eigentlich schon eine wichtige Sache. Den Verein gibt es schon eine ganze Weile, seit 2008, aber auch Kultur steht hier vorne und nicht barrierefrei und Inklusion rockt, ist hier größer als barrierefrei. Wir sind also keine barrierefrei Berater, sondern Barrierefreiheit ist bei uns ein Mittel zum Zweck und das Ziel, was wir verfolgen, unsere Herzensangelegenheit, die ich jetzt auch auf ein paar Folien hier gerne vorstellen möchte, ist, dass wir gemeinsam an Kulturveranstaltungen teilnehmen, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, Menschen jeder Herkunft, jedes Geschlechts, jeder Ansicht, jeder Haarfarbe, Hertha, Union oder ich finde Fußball langweilig, alles egal, wir alle zusammen feiern, zusammen Musik hören, das entfernt Barrieren auch im Kopf und das ist unser Anliegen, das gemeinsam zu erleben.
Und die Barrierefreiheit ist dafür ein wichtiger Schritt. Der Verein kam mal ins Leben mit der Frage, warum sind so wenig Menschen mit Beeinträchtigung auf Konzerten, Live-Konzerten zu sehen? 2008, wenn man sich bedenkt, dass 10% ungefähr der Bevölkerung Menschen mit formal anerkannter Beeinträchtigung sind, wir alle haben eine, sind wir der Meinung, dann stellt man doch fest, dass der Anteil an Menschen auf den Konzerten, Live-Konzerten sehr niedrig ist. Was waren die Gründe? Die Antworten waren späte Anfangszeiten, die es erschweren, eine Betreuung zu kriegen für die Events. Ticketpreise, teilweise können sich manche Leute die hohen Ticketpreise schlicht nicht leisten. Barrierefreie Räume, Clubs, Kleinbühnen, auch heute keinesfalls selbstverständlich, dass die barrierefrei sind. Das waren so die Hauptpunkte. Deshalb machen wir Konzerte. Um 18 Uhr fangen die in der Regel an für 5 Euro. Begleitungen kommen kostenlos hinein in barrierefreien Orten. Und ja, das sind insgesamt über 300 Konzerte schon bis heute. 2019 haben wir 45 Bands auftreten lassen. An jedem Abend treten mindestens 2 Bands auf. Eine, wie wir sagen, normal verrückte Band und eine inklusive Band. Sodass also auch auf der Bühne, hinter der Bühne und natürlich auch vor der Bühne alle zusammen feiern, agieren und Inklusion stattfindet. Des Weiteren organisieren wir Workshops, das sind Bandworkshops, da werden 2, 3 Lieder eingeübt und dann treten die Bandworkshops als Vorgruppe auf unseren Konzerten auf. Das war der erste Gänsehautmoment, den ich vor 2 Jahren hatte, als der Bandworkshop da auf die Bühne kam und mit so einer Energie und Lust da loslegt und so einem Stolz. Das ist einfach immer toll zu sehen. Und Tanzworkshops, auch die studieren eine Performance ein, die dann, wie man hier sieht, auf unseren Konzerten vorgeführt wird. Des Weiteren bieten wir noch, das ist ein Aufruf eigentlich hier eher als ein Angebot. Jeder, der Events veranstaltet, sei es Konzerte, Festivals, Theater, Kongresse, überall, wo es ein Rahmenprogramm mit Musik gibt, da möchten wir doch alle ermuntern, eine inklusive Band mit ins Rahmenprogramm zu nehmen. Es gibt auf dieser Seite hier, stellen wir schon alleine über 50 Projekte und Bands vor. Da ist alles dabei, von einem leisen Duo bis zu einem Orchester oder Hardrock, alle Musikrichtungen, von wir haben Spaß am Trommeln bis hochprofessionelle Musiker. Also die Einladung, wer hier inklusive Bands und Künstler buchen möchte, den vermitteln wir gerne. Ja, des Weiteren haben wir eine eigene Band, die wir unterstützen, das ist die Handiclap Band. Auch die hat schon ihr 10-jähriges Jubiläum hinter sich. Die spielen jetzt nicht auf unseren Konzerten, auch manchmal, so 2, 3 Mal im Jahr, aber vor allen Dingen auf externen Konzerten, also um das auch in die Welt zu tragen. Und ich habe bewusst mit reingenommen, obwohl das ein ganz neues Projekt ist, die Befreiten. Die gab es schon mal, haben sich aufgelöst leider und jetzt neu formiert. In Zeiten von Corona, so als Hoffnungsschimmer hier schon mal. Man sieht hier den Probenraum mit dem Plexiglas. Leider dürfen sie momentan wieder nicht proben, aber demnächst. Also ein Bandprojekt, was in Corona-Zeiten losgegangen ist. Dann haben wir eine Radiosendung. Jeden ersten Donnerstag im Monat, 15 Uhr, spielen wir Musik von inklusiven Bands. Auch da die Einladung, gerne reinzuhören. Oder wenn ihr auch, ich duze jetzt einfach mal in dieser Präsentation, wenn ihr Angebote habt, die wir da spielen können, gerne auch von der Seite. Ja, last but not least haben wir, also 2 sind es noch, Kongresse. Wir haben bisher 2 Kongresse, Live, Musik und Inklusion. Ausgerichtet. Eigentlich sollte der nächste letztes Jahr stattfinden, musste wegen Corona verschoben werden. Wir treffen uns, da kommen so rund 50 unterschiedliche Projekte aus ganz Deutschland, die Inklusion und Live-Musik im Programm haben oder ins Programm nehmen wollen, zusammen. Da gibt es Vorträge, Diskussionen, Workshops, hier rechts ein DJ-Workshop zu sehen und natürlich eine Feier und Diskussionen. Als letztes haben wir dann noch ein ganz neues, wo wir euch auch alle einladen wollen, Online-Partys. Da geht es darum, in so einer Art Riesen-Zoom, wie wir jetzt hier gerade sind, aber eine richtige Party zu machen mit Live-Musik, mit Konservenmusik, mit Mitmachprogrammen und da ein bisschen auszuloten, wie kann man in Zeiten von Corona und dann vielleicht auch hinterher online zusammenkommen,
auch Menschen, die eben nicht mobil sind, hier in die Partys mit einbeziehen. Ja, das soll es mal an Vorstellung von Handiclapped gewesen sein an der Stelle. Wir beraten gerne, wie gesagt, zu inklusiven Bands oder Projekten mehr als zu Barrierefreiheit. Und natürlich laden wir herzlich zu all unseren Konzerten ein. Ja, vielen Dank, Thorsten. Das war sehr aufschlussreich und interessant. Ich vertrete oder habe den Bundesverband für Musiktechnologie gegründet 2007 und leite den auch seither. Jetzt ist es für viele wahrscheinlich ein Fragezeichen, was ist Musiktechnologie? Ich fasse es immer ganz grob so zusammen, dass gerade in der heutigen Zeit, wo wir im digitalen Zeitalter leben, im Grunde genommen ist Musiktechnologie Technologie, die dafür benutzt wird, um musikalisch kreativ zu sein oder um im Musikökosystem im weitesten Sinn was zu bewegen. Also im Grunde genommen ist es alles, was nicht singen, klatschen, stampfen, pfeifen ist, ist irgendwo auf Technologie basierend. Egal, ob das jemand ist, der eine Gitarre spielt, die wurde auch mal hergestellt und hat eine gewisse Technologie in sich oder Produktionssoftware, Streaming-Services, Distributionswege im digitalen Zeitalter für Musik, Musikmedien und so weiter. Und deswegen ist es im Grunde genommen, teilt sich dieser ganze Bereich, wenn man so über Musik spricht, in vier Bereiche. Einmal die Kreation der Musik, dann die private, das private Vergnügen, Musik zu hören, Live-Musik-Experiences, also Erlebnisse und die ökonomischen Aspekte von der Musikindustrie. Und all dem zugrunde liegt meistens oder fast immer eine Technologie. Deswegen sind unsere Mitglieder auch keine Labels oder Publisher oder Musikmanager oder KünstlerInnen, sondern unsere Mitglieder sind diejenigen, die Tools bauen, die es KünstlerInnen erlauben, musikalisch kreativ zu sein oder Geld mit ihrer Kunst zu verdienen. Das sind meistens junge Startups, GründerInnen oder Unternehmen, die sich in neue Gefilde wagen, um Technologien, die vorhanden sind, zu nutzen und sie eben für die Musikbranche anzuwenden. Und deswegen sieht so unser Mitgliederportfolio quasi aus. Unsere Mission staffelt sich so ein bisschen auf vier verschiedene Pfeiler. Das erste ist, dass wir ein Netzwerk bilden hier in Deutschland, also bundesweit von Unternehmen, aber auch Wissenschaftseinrichtungen, von gestandenen Unternehmen genauso wie Startups und aber auch von anderen Interessierten, die unabhängig sind und vielleicht jetzt keine Organisation angehören. Die Idee dahinter ist, ein Netzwerk zu bilden und das Wissen aller zu bündeln, um dadurch quasi einen größeren Effekt zu haben, wenn es um Innovationen im Musikbereich geht. Wir legen einen großen Wert auf den Wissenstransfer, sowohl innerhalb der Musiktechnologie-Szene zwischen Wissenschaft und Forschung und Unternehmen, als auch mit Organisationen und Verbänden, die sich mit MusikerInnen und mit Musikunternehmen beschäftigen, dass eben nicht immer quasi die Technologie vorwegrennt und dann die Musikbranche hinterherrennt, sondern unser Vorschlag und unser Engagement besteht auch darin, dass wir eben gemeinsam Dinge auf den Weg bringen, die einen Nutzen für alle am Ende liefern. Wir beraten Leute aus der Musikbranche, aber auch Menschen aus Politik und Wirtschaft. Es geht viel um Investitionen, um Geld für die Musiktechnologiebranche, aber auch um Förderinstrumente, die bis jetzt nicht berücksichtigt wurden. Da gibt es ganz viel noch zu tun, deswegen sind wir auch als Ansprechpartner dafür vorhanden. Und wir haben ein relativ großes Netzwerk, das ist mittlerweile sich um den ganzen Globus spannt, zu anderen Musiktechnologie-Netzwerken und Organisationen. Das bedeutet, wenn unsere Unternehmen versuchen, in anderen Ländern Fuß zu fassen oder da Expertise zu suchen, dann stellen wir den Kontakt her und fördern quasi diese Zusammenarbeiten innerhalb von Berlin, Deutschland, aber auch weltweit. Ja, wir hätten eigentlich über alle möglichen Live-Kulturveranstaltungen hier sprechen können, aber wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist unser Background auf beiden Seiten Musik. Deswegen haben wir uns hier auf die Musik, Live-Konzerte so ein bisschen fokussiert. Und nochmals kurz zu meinem Hintergrund, warum ich und Thorsten uns begegnet sind und warum wir das gemeinsam gemacht haben. Wir haben uns vorletztes Jahr auf dem Reeperbahn-Festival getroffen und ich hatte früher schon mal ein Musiktech-Startup und habe da schon zusammen Projekte mit Behinderten gemacht und kam danach aber dann nicht mehr damit in Berührung und dann habe ich Thorsten auf dem Reeperbahn kennengelernt und die haben dort den Preis gewonnen
Und wir haben beschlossen, wenn es mal die Möglichkeit gibt, dann würden wir gerne was zusammen machen. Und das hat jetzt durch Kudiba stattgefunden. Und warum ist das so wichtig? Weil Musik ist im Grunde genommen das, was die meisten von uns können sich damit identifizieren. Das ist nicht was, was in der Nische stattfindet, wie soll man sagen, Musik. Jeder, der jetzt hier gerade zuschaut, hat irgendeinen Bezug zu Musik. Wohingegen das bei anderen Kulturelementen wie jetzt im Theater oder Tanz oder Literatur dann doch manchmal so ist, dass nicht jeder einen Zugang dazu findet, aber zu Musik eben doch. Und in der Vergangenheit, in unserem Aufwachsen, ist es dann doch so, dass sehr viel gerade in der Jugend von uns definiert. Also es trägt dazu bei, unsere Persönlichkeit zu entwickeln und unsere Identität. Und Musik verbindet vor allem Menschen und auf persönliche Weise und aber auch auf ganz bedeutungsvolle Weise. Die meisten von uns werden hier vermutlich irgendwelche musikalischen Werke in Erinnerung haben, die zu bestimmten Zeitpunkten in ihrem Leben eine große Rolle gespielt haben und auch besonders in Erinnerung haben, wenn es um gemeinsame Erlebnisse auf Live-Konzerten, gab, an die sie sich gerne zurückerinnern. Das hat aber noch einen ganz physischen Aspekt. Also Musik hat einen großen Einfluss auf uns und auf unser Gehirn. Es kann zu vielen Dingen beitragen, es kann die Gehirnfunktion verbessern, es kann dazu beitragen, dass wir uns besser konzentrieren können. Wie wir alle wahrscheinlich wissen, kann Musik Emotionen auslösen und es können gute, schlechte Emotionen sein, Freude, Trauer. Musik ist was einen sehr starken Einfluss auf unseren Körper hat. Und vor allem bringt Musik Menschen zusammen auf Live-Veranstaltungen. Aber was ist, und das war die Frage, die hinter allem stand, ist, wie unfair ist es denn, wenn nicht alle Menschen in der Lage sind, diese Erlebnisse zu haben und diesen Benefit von Musik zu haben und wenn nicht alle Menschen an Kulturveranstaltungen, besonders an Live-Konzerten, teilnehmen können. Die Frage haben wir uns gestellt, wie kann man das in der Zukunft ändern? Und es ist nicht so, dass wir über eine kleine Szene an Menschen reden, die vielleicht nicht teilhaben können, sondern klingt jetzt erstmal verdammt viel, aber es ist ein Fakt, dass es auf der ganzen Welt quasi 2 Milliarden Menschen gibt, die auf die eine oder andere Weise eine Behinderung haben. Klar ist bei einer Behinderung hier auch gemeint, wenn jemand ein Hörgerät trägt oder wenn jemand eine Brille trägt, aber trotzdem ist es dann doch erstaunlich, oder zumindest hat es mich sehr erstaunt, wie viele Menschen auf diesem Planeten eine Behinderung haben und deswegen oft von vielem ausgeschlossen sind, aber in dem Fall jetzt von kulturellen Angeboten, besonders im Live-Bereich. Und man kann diese Dinge ändern und das war unser Plan. Und noch krasser, finde ich, ist es, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es eben für uns alle irgendwann mal zu dem Punkt kommen kann, dass wir auf die eine oder andere Weise eine Behinderung erfahren. Und das ist eine Statistik von einer Studie, die in England gemacht wurde. Und diese Studie hat eben herausgefunden, dass von den Leuten, die heute 20 sind, bevor sie in Rente gehen, 1/4 all dieser Menschen auf die eine oder andere Weise eine Behinderung erfahren wird. Ja, und wir haben gesagt, okay, wir ändern das, zumindest mit den Mitteln, die wir haben und mit den Möglichkeiten, die wir haben, und haben dann das Projekt ins Leben gerufen, Kudiba. Und ein zentrales Element dieses Kudiba-Projekts war der Breakathon. Der Breakathon war ein 48-Stunden-Hackathon. Und ich erkläre mal ganz kurz für die jetzt hier mit dabei sind, die nicht wissen, was ein Hackathon ist oder noch nie einen gemacht haben. Ein Hackathon ist quasi eine Veranstaltung, bei der sich Menschen treffen mit einem gemeinsamen Ziel und mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Da kommen Leute, die in erster Linie Entwickler sind, also es kommt aus dem IT-Bereich, aber es sind auch Designer dabei, alle verschiedene Arten von Designern, UX-Designer, UI-Designer, Grafikdesigner, um eben das bestmögliche Ergebnis zu erzielen bei den Challenges, die ihnen dann vorgestellt werden, wenn sie bei dem Hackathon teilnehmen. Das bedeutet, die Menschen normalerweise, wenn kein Corona ist, treffen sich physisch in einem Raum und dann steht das Überthema zwar schon fest, aber dort erfahren die Menschen dann auch, was es für Herausforderungen gibt, die sie in den nächsten meistens 24 Stunden, wir haben 48 Stunden gewählt, in denen sie in dieser Zeit lösen sollen und dann im besten Fall mit Prototypen am Ende dastehen, die dann entweder weiterentwickelt werden können oder wie in unserem Fall als Open-Source-Lösung dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, sodass jeder, der Zeit und Lust und Energie dafür hat, an den
Lösung weiterarbeiten kann. Wir haben diesen Breakathon am 27. November gemacht und haben den online gemacht. Aber jetzt erzählt erst nochmal Thorsten ein bisschen was zu der Herangehensweise. Ja, wir haben da mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern, die möchte ich hier nicht alle vorlesen, zusammengearbeitet. Aber es war schön, dass wir hier Leute aus der Wirtschaft, aus der Musik, aus dem sozialen Bereich, aus der Behindertenarbeit zusammenbringen konnten und zusammen an dem Projekt arbeiten konnten. Und ich denke, alle, die dabei beteiligt waren, haben sehr viel dabei gelernt und auch sehr viele schöne emotionale Momente gehabt. Ich möchte hier keinen hervorheben von der Barrierefreiheitsgeschichte, vielleicht Miteinander ohne Grenzen. Grenzen sind relativ, Förderband, Platz da. Das waren einige, die uns hier sehr viel geholfen haben. Ja, wir haben dann angefangen mit einem Fragebogen, der allen offen stand im Internet. Es gab auch eine PDF-Version davon, mit dem wir eben mal eruieren wollten, herausfinden wollten, wo sind denn Barrieren bei der Teilnahme an Live-Veranstaltungen. Stand also jedem offen. Wir hatten aber einige, zum Beispiel die Zukunftssicherung und Fundament Wohnen, die wirklich in all ihre WGs gegangen sind und den Fragebogen durchgeführt haben. Das heißt, wir haben hier wirklich auch einen sehr hohen Anteil an Menschen mit formal anerkannten Beeinträchtigungen, die das ausgefüllt haben. Und auch nicht nur welche, die wir auf Kulturveranstaltungen getroffen haben, sondern einfach alle, die zu Hause waren, sozusagen. Deshalb war es schon erstaunlich, dass alle, die an dem, wir haben knapp 100 Antworten insgesamt an der Fragebogenaktion gehabt, alle haben angegeben, dass sie an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Sei es Theater, sei es Museum. Als Checkbox hatten wir Kino vergessen. Das wurde sehr oft reingeschrieben dann noch. Und natürlich Musik. Also alle nehmen an Kultur teil. Das ist schon mal eine sehr schöne Botschaft. Bei der Frage, wie ist es mit Kultur im Internet, Internet, Livestreams und Ähnlichem, da waren es nur noch 40%, die daran teilnehmen. Das heißt also, hier haben wir durchaus noch Aufklärungsbedarf und Zugangsbedarf, die gerade auch in Wohnheime und andere vernachlässigte Orte hier die Livestreams und Kulturprogramme hinzubringen. Eine wichtige weitere Frage war, das ist eine Gegenüberstellung. Die Fragen sind so ein bisschen aus dem Zusammenhang. Sie waren verständlicher im Fragebogenfluss. Aber hier gegenübergestellt, stimmt das? Manchmal bin ich gegangen, hatte aber Schwierigkeiten auf der Veranstaltung. Also inwiefern hatten Menschen haben Barrieren auf Veranstaltungen erfahren? Da haben etwas über die Hälfte gesagt, ja, leider war es so. Interessant ist, dass noch viel mehr, nämlich 67%, gesagt haben, ich hatte schon im Vorfeld Probleme. Manchmal wollte ich teilnehmen, ich konnte aber nicht. Und da ist dann auf der nächsten Folie haben wir auch so ein bisschen gefragt, was sind denn die Gründe dafür? Und da haben eben Menschen geantwortet, ich habe schlichtweg keine Informationen darüber gefunden im Internet. Ich habe keine barrierefreien Informationen dazu gefunden. Ich habe keine Informationen über die Barrierefreiheit gefunden. Ich hatte Angst hinzugehen. Ich konnte keine Tickets buchen. Über ein Drittel hier, die sagen, ich konnte hier online keine Tickets finden oder buchen. Was wir nicht als Checkbox hatten, war die Begleitung zu den Events. Aber in einer anderen Frage hatten wir das abgefragt, die ich jetzt hier nicht noch reingenommen habe. Und sehr oft im Freitext, also über ein Drittel der Teilnehmer haben auch gesagt, es scheitert schlichtweg an der Begleitung zu den Konzerten. Also das waren so die wichtigsten Punkte, die wir dann auch rausgezogen haben und in die Challenges, die sogenannten, mit denen der Matthias dann weitermacht, haben einfließen lassen. Genau, die Challenges waren quasi die, also wir haben 5 Challenges definiert, wo wir gesagt haben, okay, die wollen wir angehen. Also einmal die Zugänglichkeit von Veranstaltungsorten, soweit wir das digital verändern können. Dass die Begleitperson oft fehlte, um eben auf Veranstaltungen zu gehen. Dafür wollten wir eine Lösung finden. Wir wollten das Ticketing-Problem angehen. Dann war eine weitere Challenge, dass wir eine Lösung finden wollten, um bessere Orientierungen vor Ort bei den Veranstaltungen zu ermöglichen und generell Informationen über Veranstaltungen besser darzustellen und leichter zugänglich zu machen für Menschen mit Behinderung. So sieht ein physischer Hackathon normalerweise aus. Menschen sitzen in einem Raum eng beieinander,
lernen sich kennen und tauschen sich miteinander aus. Das konnten wir dann leider nicht machen. Bei uns sah es leider so aus. Also jeder saß zu Hause und war meistens, also waren fast alle alleine wegen Corona. Und das hat uns, war am Anfang bei uns das tatsächlich, also wir fanden das am Anfang blöd, weil wir gesagt haben, oder zumindest aus meiner Erfahrung, ich habe physische Hackathons schon ein paar gemacht, noch nie einen Online-Hackathon organisiert. Und das war auch vieles, was wir gehört haben als Feedback von den Hackern, dass sie den physischen Hackathon deswegen so schätzen, weil sie neue Leute kennenlernen und sich austauschen können. Und wir hatten die Befürchtung, dass wir bei Online, in der Online-Variante das nicht machen konnten. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass diese Online-Variante der viel bessere Hackathon für unsere Bedürfnisse war. Dazu komme ich gleich später nochmal. Allerdings standen wir auch vor so einer Challenge, so okay, normalerweise sind die Leute 48 Stunden beieinander, da liegen Matratzen oder so Sitzsäcke rum, damit sie mal zwischendrin Nickerchen machen können. Es gibt Catering, die Leute werden versorgt Tag für Tag. Und wir hatten natürlich auch Catering geplant, weil wir das ja alles im Vorfeld darauf ausgelegt hatten, weil wir nicht erwartet hatten, dass Corona bis dahin noch, die Einschränkungen noch bis dahin vorhanden sind. Aber wir haben uns dann überlegt, wir machen es dann anders. Und wir haben den 30 oder 40 ersten Menschen, die sich angemeldet haben für unseren Hackathon, haben wir dann, soweit sie in Europa saßen, haben wir dann ein Paket geschickt, das wir quasi damit ausgestattet hatten mit lauter Dingen, die sie normalerweise vor Ort bekommen hätten, sodass sie die 48 Stunden über auch genügend Motivation, Nahrung und Verpflegung haben, um die 48 Stunden durchzuhalten. So sah das Ganze dann quasi aus, mit so einem kleinen Stressball und mit jeder Menge Getränken und Snacks. Und das haben wir dann an die ganzen Hacker geschickt, was tatsächlich gut dazu beigetragen hat, dass die Leute am Start geblieben sind und durchgehalten haben, die 48 Stunden. So sah die ganze Truppe dann aus, also nicht die ganze Truppe, das ist ein Screenshot von dem Meeting, das wir da hatten. Also wir waren eine sehr bunt durchgewürfelte Truppe von Menschen mit und ohne Behinderung aus allen möglichen Ecken der Erde, von allen möglichen Herkünften. Also es war, und vor allem von allen möglichen Wissensständen. Für viele war das, oder für einige war das erste Mal, dass sie überhaupt an einem Hackathon teilgenommen haben, geschweige denn Online-Hackathon. Und andere hatten da schon mehr Erfahrung drin. Was aber super funktioniert hat, weil es die Leute gegenseitig dadurch befruchten konnten und voneinander lernen konnten. Letztendlich war das so, dass der Breakathon darauf so aussah, dass es 48 Stunden Zeit gab. Wir hatten 32 Entwicklerinnen und Designerinnen, aber wir hatten auch 13 Mentorinnen, die wir aus den verschiedenen sozialen Trägern und Partnerinstitutionen, die Thorsten vorher vorgelesen hat, mit reingeholt haben. Das heißt, die Mentorinnen waren alles Expertinnen auf verschiedenen Feldern für verschiedene Beeinträchtigungen und waren sich zum einen dessen bewusst, was es für Barrieren gibt, und zum anderen hatten sie aber auch schon Ideen für Lösungsansätze, konnten es nur nicht selber machen. Wir hatten Leute aus 7 verschiedenen Ländern, aus Indien, aus Amerika, aber auch aus Holland, Frankreich, Spanien, also war super, hätten wir bei einem physischen Hackathon auch nicht hinbekommen. Und wir hatten Menschen mit und ohne Behinderung, und da war der Online-Hackathon tatsächlich eine Bereicherung, weil die Menschen, die teilgenommen haben, die eine Behinderung haben, konnten quasi von zu Hause aus mit ihren ganzen in ihrer normalen Umgebung, mit den Tools, die sie sowieso jeden Tag nutzen in ihrem Alltag, an diesem Online-Hackathon teilnehmen, was die Kommunikation und die Organisation des Hackathons extrem erleichtert hat, weil wir eben uns nicht jedes Mal individuell auf die Bedürfnisse einstellen mussten und gucken, okay, wo gibt es jetzt vielleicht eine Barriere, die wir irgendwie bedenken müssen, sondern das Setup war quasi bei jedem zu Hause und jeder konnte sich das so einrichten, dass es leicht war für die Personen teilzunehmen. Und unser gemeinsames Ziel, wir wollten Live-Events besser zugänglich machen. So, jetzt komme ich zu den, wir haben 4 Lösungen am Ende, haben wir 4 Lösungen auf den Weg gebracht, die alle als Prototypen danach quasi das Ergebnis waren von diesem Hackathon. Das eine war, haben die beiden, die das entwickelt haben, haben das Ticket für alle genannt. Das war die Challenge, dass wir, damit wurden quasi 2 Challenges auf einmal bearbeitet. Zum einen der Zugang zu Tickets, beziehungsweise die Möglichkeit, einem Veranstalter zu sagen, was man für eine Behinderung hat und was man für Voraussetzungen vor Ort benötigt, damit man ein schönes Erlebnis, ein schönes Live-Erlebnis hat. Und die Lösung, die hier dann stattgefunden hat, also zum Hintergrund nochmal, wir haben in einer der Challenges, hat sich dann, als wir tiefer nachgefragt haben, ist es tatsächlich oft so, dass Menschen, die eine Beeinträchtigung haben und auf eine, sich ein Ticket, wenn sie dann ein Ticket gefunden haben, sich ein Ticket gekauft haben für eine Veranstaltung, dann oft zu der Veranstaltung kommen und dann vor Ort ihre Behinderung gar nicht berücksichtigt wurde, weil niemand wusste, dass sie kommen.
oder im schlimmsten Fall sogar an der Tür wieder abgewiesen wurden. Also es wurde uns da berichtet von Leuten, die blind sind und die einen blinden Hund mitbringen wollten zu einer Veranstaltung, dann aber an der Tür vom Türsteher abgewiesen wurden oder vom Veranstalter, weil eben Hunde in der Location nicht erlaubt waren. Oder es gab keine Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, um an die Plätze an der Bühne zu kommen, sodass sie noch was sehen und so weiter und so fort. Das hat dann dazu geführt, dass es eine große Frustration an der Tür gab und dass die Leute meistens dann gar nicht mehr auf die Veranstaltung gegangen sind. Um das zu umgehen und um es leichter zu machen für Veranstalter, hat sich diese Challenge damit auseinandergesetzt und hat ein Tool gebaut, wo Menschen mit Behinderung quasi anonym im ersten Schritt ihre Beeinträchtigungen und ihre Needs, also ihre Bedürfnisse auflisten können in einer Art Fragebogen. Dieser Fragebogen wurde so designt, also das Team hat bestanden aus zwei EntwicklerInnen und Michael, der selber blind ist, und der war quasi als Berater dabei, um diesen Fragebogen so zu gestalten, dass er mit dem Screenreader perfekt zu lesen ist und dass er auch für alle anderen denkbaren, oder alle, nicht alle, aber möglichst viele Behinderungen möglichst barrierefrei ist. Das bedeutet, dieses Tool existiert quasi in der bestmöglichen barrierefreien Variante und ist quasi eine Webseite, auf die man gehen kann, und dort sieht man dann quasi am Anfang diesen Begrüßungsbildschirm, man kann sich dann anmelden und dann muss man eine Reihe an Fragen durchgehen und die quasi mit Ja, Nein oder Ich weiß nicht beantworten. Insgesamt waren das, soweit ich mich erinnere, 15 Fragen. Ich habe meinen kleinen Auszug gemacht. Das bedeutet, es ist leicht verständlich. Und es ist auch so, dass jeder für sich selber direkt sehen kann, okay, ich komme da, welche Taste man eben drücken muss. Wenn man dann diesen ganzen Fragebogen durchgegangen ist, kann man am Ende nochmal selber reinschreiben, wenn einem noch was einfällt. Und dann sieht das Endergebnis so aus. Man hat quasi eine Webseite, auf der quasi nur das, was man quasi gerade eingegeben hat, in Antworten aufgelistet ist, dass man nochmal editieren kann, wenn man im Nachhinein doch nochmal was ändern möchte. Und mehr ist es nicht. Und oben ist eine URL. Und die Idee dahinter ist, dass man einem Ticketveranstalter, also wenn ich mir ein Ticket kaufe, dann gibt es manchmal oder sollte es ein Bemerkungsfeld geben auf dem Ticketkaufformular, wo man dann diesen Link reinpostet. Das bedeutet, der Veranstalter bekommt dann quasi die Bestellung des Tickets und sieht im Bemerkungsfeld, da ist dieser Link drin, klickt auf den Link und bekommt dann quasi die Informationen, diese Person, die das Ticket gekauft hat, hat folgende Bedürfnisse, ich kann mich als Veranstalter darauf einstellen oder ich kann diese Person kontaktieren und kann quasi ihr sagen, dass es eben keine Möglichkeit gibt, einen Blindenhund mitzubringen oder was auch immer dann eben in dem Fall gebraucht ist. Das Problem, das wir hier haben, ist, dass so die meisten Ticketbestellvorgänge aussehen und es eben kein Bemerkungsfeld gibt. Mit der Lösung, die wir dort gebaut haben, die Idee dahinter ist, dass wir Ticketanbietern vermitteln, dass sie einfach ein weiteres Feld einfügen sollen in ihr Ticketbestellformular. Und damit könnten wir quasi dieses Problem dann lösen, weil dieser Link dann in das Bemerkungsformular kommen könnte und dann die Leute darüber informiert werden könnten, was für Behinderungen sie erwarten. Ich sage es mal jetzt direkt schon mal, es gibt auf der Kudiba-Webseite eine Unterseite, wo all diese Lösungen nochmal im Detail erklärt sind, mit Links zu dem Open-Source-Projekt auf GitHub. So, falls jetzt irgendjemand in diesem Call ist, der das interessant findet und daran weiterarbeiten möchte, ihr könnt natürlich uns kontaktieren, aber auf der Webseite gibt es dann auch die weiteren Zugänge dazu. Das zweite war, dass wir Menschen mit geistiger Beeinträchtigung das erleichtern wollten, dass sie Informationen zu Veranstaltungen finden. Es ist oft so, dass Veranstaltungstexte so geschrieben sind, dass sie möglichst interessant klingen und möglichst, das ist ja logisch, Leute sollen angesprochen werden, dass sie zu diesen Konzerten oder zu den Live-Veranstaltungen gehen. Deswegen sind die meistens mit sehr schönen Adjektiven geschmückt und es sind oft Fremdwörter drin und es soll ja alles möglichst toll klingen, dass ich eben mir ein Ticket kaufe und auf die Veranstaltung gehe. Das Problem ist, dass Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung diese Texte oft nicht lesen können. Für die müsste es sowas geben wie Texte in leichter Sprache. Auf den Webseiten der Bundesregierung sieht man das und es gibt so ein paar andere Webseiten, auf denen es das gibt, aber es ist ganz selten oder fast nie vorhanden im Kulturbereich. Damit werden quasi alle Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, davon ausgeschlossen, sich selbst zu informieren über Veranstaltungen, die draußen stattfinden. Man nennt das leichte oder einfache Sprache, in der diese Texte geschrieben sein sollten.
Und die folgt eigentlich ganz einfachen Regeln. Also die Texte dürfen nicht länger wie 8 Wörter sein. Es dürfen sich keine Fremdwörter drin befinden. Und die müssen einem gewissen Schemata, also Subjekt, Verb, Objekt folgen und so weiter. Und da dachte dieses Team, dass sie eine künstliche Intelligenz trainieren, die dann quasi automatisch die bestehenden Veranstaltungstexte in leichte Sprache übersetzen, so dass quasi, wie wir das von Webseiten kennen, oben diese Buttons mit verschiedenen Sprachen, dass es eben dort einen Button für leichte Sprache gibt. Und wenn ich dann auf die Webseite gehe, als Mensch mit so einer Beeinträchtigung, kann ich mir quasi dann die Texte in leichter Sprache durchlesen. So sah das Ganze aus. Ich habe leider kein grafisch ansprechenderes Material, weil es dazu nie kam, dass dieses Tool fertig entwickelt wurde. Das liegt an folgenden Gründen. Um eine künstliche Intelligenz zu trainieren, braucht man jede Menge Datensätze und Zeit. Und Zeit hatten wir jetzt schon mal nicht so viel, aber wenigstens ein bisschen. Aber unser größtes Problem oder das größte Problem von dem Team waren die Datensätze. Da so wenig Webseiten draußen in leichter Sprache und schwerer Sprache verfasst sind, konnte quasi diese künstliche Intelligenz nicht trainiert werden. Aber nur um es mal zu zeigen, am Ende sollte das so aussehen, es gibt eine Webseite dort draußen im Internet, die heißt languagetool.org und dort kann man quasi seine Texte reinkopieren, so ein bisschen wie bei Google Translate, und dann wird einem angezeigt, welche Wörter da drin zu viel sind, welche schwierig sind. Und dann muss man sich eben selber den Satz so zusammenbauen, dass am besten dort keine Markierungen mehr in dem Text sind. Und dann kann man davon ausgehen, dass der Text lesbar ist für Menschen, die leichte Sprache brauchen. Dieses Tool konnte aus besagten Gründen nicht fertiggestellt werden, aber der erste Ansatz ist gemacht und auch dieses Tool ist auf GitHub zu finden, falls jemand Zugang zu einer Datenbank für leichte Sprache und schwere Sprache hat. Dann unser drittes Tool war WingBuddy. WingBuddy war tatsächlich dieses Team hat stark kooperiert mit Inklusion muss laut sein. Das ist ein Verein, der auch hier in Berlin sitzt. Die kümmern sich darum, ehrenamtlich zum Großteil, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung eine Begleitung finden, um auf Konzerte zu gehen. Die sind quasi Ansprechpartner, wenn ich eine Behinderung habe und möchte zum Konzert gehen, kann ich mich mit denen unterhalten und kann sagen, hey, ich würde da gerne hingehen, kennt ihr jemanden, der mit mir da hingehen möchte? Und dann durchsuchen die ihre Datenbank, in der mittlerweile über 3.700 Freiwillige sind. Klingt erstmal so, als ob es die Lösung schon gibt. Das Problem hier ist aber, dass jedes Mal, wenn jemand bei Inklusion muss laut sein anfragt, ob sie eine Begleitung haben, gehen die händisch durch diese Liste von 3.700 Freiwilligen durch und überprüfen, hat der ungefähr ein ähnliches Alter, kommt der mit der Behinderung klar, hat er da Erfahrung mit, ist das Konzert vielleicht was ihn überhaupt interessiert oder die Kulturveranstaltung interessiert ihn überhaupt nicht und so weiter und wohnt er in der Nähe, hat er überhaupt Zeit und so weiter und so fort. Ist eine riesen Arbeit für diese Person, die das immer, also es ist eine Person, die das immer händisch gemacht hat, sodass quasi die Erfolgsrate, jemanden zu finden, nicht jetzt unbedingt mega groß war oder das bestmögliche Ergebnis jetzt auch nicht immer am Ende bei rauskam. Mit dieser Lösung sollte quasi dieses Problem gelöst werden, indem das Ganze automatisch gematcht wird. Das Team hat sich extrem viel Arbeit gemacht. Was ich jetzt hier zeige, ist die Präsentation, die das Team entwickelt hat und nicht ich. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen so runtergepackt. Auch diese komplette Präsentation gibt es auf der Kudiba-Webseite zum selber runterladen. Da könnt ihr euch das nochmal genauer angucken und im größeren Bild. Die haben quasi drei verschiedene, die nennen das User Flows. Also es gibt einmal die Person bei Inklusion muss laut sein, die quasi als zentrale Person in der Mitte sitzt. Und die haben quasi geguckt, okay, wie muss dieser Prototyp aussehen, damit die Person bei Inklusion muss laut sein das bestmögliche Ergebnis aus der Liste rausbekommt. Dadurch haben die quasi einen Plan aufgezeichnet, haben das Ganze programmiert, haben das Ganze designt, sodass quasi dort jetzt eine Schnittstelle vorhanden ist, die quasi auf der einen Seite die Anfrage hat, auf der anderen Seite die Datenbank hat und die Person in der Mitte dann quasi die Ergebnisse präsentiert bekommt und dann Vorschläge machen kann an den Menschen mit der Beeinträchtigung, der quasi eine Begleitung gesucht hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein Anmeldeformular für die Freiwilligen. Auch darüber haben sie sich Gedanken gemacht, was möchte der Freiwillige für ein User-Erlebnis haben. Haben das quasi im Detail aufgesplittet, haben geguckt, okay, was muss man für Fragen abfragen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, wie kommt man am besten zu dem Ergebnis, dass das schnell erkennbar ist, welche Kriterien gematcht werden müssen und damit derjenige, der Buddy Seeker, wie sie es genannt haben, also der Mensch mit Beeinträchtigung, dann auch direkt eine Auswahl vorgestellt bekommt an Menschen, die vielleicht als Begleitung in Frage kommen. Auch wenn es jetzt vielleicht komplizierter klang, als ich es mir am Anfang gedacht habe. Die Idee dahinter ist so ein bisschen wie Tinder, nur dass man eben
nicht das automatisch gematcht bekommt, sondern dass man in der Mitte die Inklusion muss laut Institution hat. Das hat mehrere Gründe. Zum einen Datenschutzgründe, weil die Daten beider Personen, sowohl der Volunteers als auch der Menschen mit Beeinträchtigung, geschützt bleiben sollen. Das bedeutet, die einzige Person, die sowohl die Anfrage von dem Menschen mit Beeinträchtigung bekommt, als auch die Bereitschaft von dem Volunteer, die einzige Person, die die Daten von beiden sieht, ist die Person bei Inklusion muss laut sein, und die entscheidet dann, ob da ein Match ist oder ob da kein Match ist. Dann im Endeffekt sieht das Ganze dann am Ende so aus: es gibt dann quasi, wenn entschieden wurde, wer dafür in Frage kommt, gibt es dann quasi ein Match, und die beiden werden miteinander verbunden und können dann miteinander ausmachen, wo sie sich treffen, wann sie da hingehen und so weiter und so fort. Das Tool ist tatsächlich so gut wie fertig. Da saß ein Team von 8 Leuten dran, alle möglichen Arten von Designer und Entwickler. Wir sind tatsächlich sehr traurig, dass wir das nicht zu Ende entwickeln konnten, weil uns Geld und Zeit gefehlt hat. Aber da sind wir wirklich nur noch ein paar Meter vom Ziel entfernt. Also falls es Freiwillige gibt oder Leute gibt, die Interesse haben, das weiterzuentwickeln oder die Finanzierung der Entwicklung zu unterstützen, dann können die uns gerne auch kontaktieren. Weil wir glauben, dass es nicht nur einen Mehrwert für die Kulturszene gibt, sondern das kann man ausweiten auf Sportveranstaltungen und auf andere Veranstaltungen. Da ist Riesenpotenzial drin und würde das Leben von vielen Menschen erleichtern. Es gab sogar die haben sich sogar Gedanken gemacht um eine Landingpage, also so würde die Webseite aussehen. Also es war alles in Planung, es existiert auch alles. Man müsste es nur noch zu Ende bringen. So, und dann als last but not least, ich bin noch viel zu über der Zeit, wir haben ein Verzeichnis gemacht, in dem wir alles gesammelt haben, was wir im Internet finden konnten, die bessere Barrierefreiheit herstellen könnten. Also wir haben das untersucht in 4 verschiedenen Kategorien. Einmal, was für digitale Tools gibt es da draußen für KünstlerInnen, die auftreten wollen auf Veranstaltungen? Was gibt es für BesucherInnen, die auf Veranstaltungen gehen wollen? Was für Tools gibt es für VeranstalterInnen, um quasi die Infrastruktur bereitzuhalten, damit mehr Barrieren abgerissen werden? Und als Viertes haben wir noch Tools aufgelistet für EntwicklerInnen, falls es EntwicklerInnen gibt, die entweder engagiert werden oder die aus Eigeninteresse Dinge, Tools auf den Weg bringen wollen, damit die eben suchen können, was es schon gibt und was noch fehlt. Da haben wir dieses Verzeichnis haben wir auch tatsächlich auf eine Webseite gebaut. Die existiert jetzt nicht mehr, weil die Idee des Ganzen Open Source war und auf dieser Webseite das Ganze dann nicht mehr Open Source gewesen wäre, sondern dann in der Hand von einer Agentur oder von einer Person. Deswegen gibt es dieses ganze Verzeichnis jetzt nur als Google Doc, aber dieses Google Doc ist auch zugänglich über die Kudibar-Webseite. Das Ganze sah dann so aus, dass man die Webseite durchsuchen konnte. Ihr kennt das bestimmt alle von eBay oder von irgendwelchen anderen Webseiten, wo man nach Kategorien suchen kann, nach Schlagwörtern suchen kann. Und so haben wir das eben auch gestaltet. Wir haben das in die 4 Kategorien gepackt von der Zielgruppe, die sich für sowas interessieren könnte. Und dann eben nochmal Untergruppen mit, wie viel kostet das, was ist es für eine Technologie, wofür kann es angewendet werden. Und haben zusätzlich noch die Möglichkeit geschaffen, dass man dort selber, falls man das weiß, was noch nicht dort ist, ein Tool einreichen kann, das wir dann quasi auf die Webseite zusätzlich noch stellen würden, sodass das eine konstant wachsende Datenbank von Tools, digitalen Tools ist, die Barrierefreiheit auf Live-Kulturveranstaltungen herstellen könnten. Da war alles dabei von Tools, die wirklich nur für diesen Zweck entwickelt wurden, wie auch Tools, die eigentlich für andere Zwecke entwickelt werden konnten, aber dann zweckentfremdet wurden. So sieht das Ganze in der Google-Datei quasi aus. Da seht ihr quasi, also wenn ihr die dann euch hochholt, dann seht ihr die, also was ihr jetzt hier seht. Wir denken, dass es relativ gut erklärt ist, und wenn es da weitere Vorschläge gibt, das noch besser zu machen, damit es noch leichter verständlich ist, dann sagt uns gerne Bescheid. Genau, wir haben dann zusätzlich haben wir noch eine Untersparte gemacht, die Leitfäden heißt, weil wir eben gesehen haben, dass es bereits einige Menschen da draußen gibt, die sich Gedanken darüber gemacht haben, was man alles besser machen kann auf Live-Kulturveranstaltungen, wie das Rad jetzt nicht neu erfinden müssen. Deswegen gibt es das auch in dem Google Doc jetzt, gibt es eine Reihe an Leitfäden, die einem helfen, wenn man barrierearmere Veranstaltungen auf den Weg bringen möchte, wie man Schritt für Schritt vorgeht, was für Tools es gibt, die man implementieren kann. Und ja, also sucht euch, also wenn ihr da Interesse daran habt, dann können wir euch sehr empfehlen, diese Leitfäden euch mal durchzulesen und dann zu sehen, was für euren jeweiligen Zweck, weil auch jeder Kulturveranstalter hat natürlich andere Voraussetzungen, was für eure Zwecke notwendig ist. Genau, dann haben wir noch zusätzlich angeboten, dass sich die Menschen bei uns melden können, falls sie mit irgendwas nicht klarkommen. Und ja, so, und genau, das waren die 4 Tools, die wir quasi entwickelt haben oder die Teams entwickelt haben und die alle in Prototypen
als Prototypen vorhanden sind und die jetzt fertig entwickelt werden könnten, wenn dafür Freiwillige und Geld da wäre. Aber sie sind auf jeden Fall alle auf der Webseite da und könnt ihr euch alle runterladen. Wir haben uns natürlich dann auch Gedanken gemacht oder gefragt, warum gibt es so wenig barrierearme Kulturveranstaltungen? Und es gibt verschiedene Gründe. Ich habe da im Vorfeld, also lang vor diesem Projekt, schon mal bei Kulturveranstaltern nachgefragt und dann war oft das Argument, dass man im laufenden Prozess des Jahres eben schwierig was Neues implementieren kann, weil das natürlich diesen ganzen Ablauf durcheinander bringt und das Ganze ein bisschen komplizierter macht. Und dass es nicht wirklich ersichtlich für die meisten war, warum sie jetzt unbedingt barrierefreiere Angebote schaffen sollten. Und dann gibt es aber glücklicherweise eine Erhebung aus England. Und diese Erhebung hat Folgendes ergeben, dass wenn Veranstaltungen barrierefreier sind, dann wirkt sich das sehr auf den Umsatz der jeweiligen Venue oder der jeweiligen Veranstaltung aus. Also Menschen mit Beeinträchtigungen, wenn die mal die Gelegenheit haben, auf eine Veranstaltung zu gehen, dann lassen die dort auch die Sau raus und lassen dort auch Geld liegen, wo vielleicht jemand, wie Thorsten sagt, Normalverrückter, vielleicht sparsamer wäre, ist bei denen nicht so, weil sie eben nicht so oft die Gelegenheit haben, auf Veranstaltungen zu gehen. Und wenn sie dann mal eine haben, dann lassen sie es eben auch krachen. Das heißt, wie man dieses jetzt alles natürlich sehr an England gekoppelt, aber in Deutschland gibt es solche Umfragen bis jetzt noch nicht, sollte man vielleicht auch mal auf den Weg bringen. Und da hat man eben gesehen, dass das signifikante Auswirkungen hatte auf die Venues und Veranstaltungen, die barrierefrei waren. Die haben deutliche Umsatzsprünge in diesem Jahr dann eben auch erlebt. Das ist so ein Statement, das ich sehr treffend fand, weil es ist zum einen nicht nur was uns aus unserem ethischen und kulturverständlichen oder aus dem Verständnis für Kultur rauskommen sollte, dass wir barrierefreiere Veranstaltungen schaffen, sondern es ist eben auch was ökonomisch sinnvoll ist für die Veranstaltungs- und Kulturbranche und deswegen da mehr Engagement geschehen sollte, um da ein gleichberechtigteres Level auf den Weg zu bringen. Und ich sage das immer wieder, und das ist wahrscheinlich auch den meisten Menschen, da geht es nicht anders, wenn ich in einem Club oder auf einem Konzert bin, dann finde ich es schöner und die Energie besser, wenn ich dort neben jemandem tanze, der eine Beeinträchtigung hat, wie einem stocksteifen Banker, der keine Beeinträchtigung hat, aber der halt reingekommen ist, weil er sich's leisten kann und weil er eben den Zugang dazu hatte. Und ich finde, da kann man auch auf der Vibe-Ebene auf Kulturveranstaltungen viel mehr erreichen, wenn man Barrierefreiheit herstellt. Das ist der letzte Punkt, den ich noch dazu sagen will, dann ist Thorsten wieder dran. Was viele nicht wissen, ist, Kulturveranstaltungen sind tatsächlich ein Grundrecht, das in der EU-Grundrechtscharta verankert ist. Und jeder ist angehalten, eine Gleichberechtigung herzustellen und den Zugang zu den Kulturveranstaltungen jedem gleichberechtigt zu ermöglichen. Das macht nur leider fast niemand. Und das liegt daran, dass nur einer von 10 Menschen, die eine Beeinträchtigung haben und gerne irgendwo hingehen würden, rechtliche Schritte in Betracht zieht. Momentan ist es noch nicht so, dass viele auf die Idee gekommen sind und die Kraft und die Energie haben, dagegen zu klagen. Aber rein theoretisch sind die Gewinnaussichten für Menschen mit Beeinträchtigungen, wenn sie dagegen gegen Kulturveranstalter klagen würden, relativ hoch. Und sollte das irgendwann mal forciert werden von Menschen mit Beeinträchtigung, dann spätestens dann müssten Kulturveranstalter da Konsequenzen ergreifen. Und es ist immer besser, sowas im Vorfeld zu machen, bevor man dann im Nachhinein den Schaden davon trägt. So. Wir haben als nächstes vor, eine Finanzierung zu finden, um Prototypen fertigzustellen und dieses Verzeichnis der digitalen Hilfsmittel nicht nur in einem Google Doc zu haben, sondern auf eine Webseite online zu bringen und dort auch aktuell zu halten. Wir wollen mit Veranstaltungsorten und Veranstaltern zusammenarbeiten, um ihnen zu helfen, die Veranstaltung barrierefreier zu machen. Das heißt, wenn jemand von euch da dabei ist, dann sprecht uns gerne an. Wir wollen dort gerne den Beitrag leisten, den wir können, mit der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Wir sind, weiß Gott, keine Spezialisten und Experten für alle Beeinträchtigungen und für alle Lösungen, aber wir können zumindest mit dem, was wir jetzt an Erfahrung gesammelt haben, vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es hier in Berlin barrierefreiere Kulturveranstaltungen gibt. Und jetzt sagt euch Thorsten noch was ihr bereits im Vorfeld schon tun könnt. Kannst du noch mal eine Folie zurückgehen, bitte? Ich würde auch noch mal kurz was sagen wollen
zu meinen Erfahrungen in dem Hackathon. Das war wirklich eine ganz tolle Geschichte aus ganz vielen verschiedenen Facetten heraus. Also diese Vielfältigkeit der Menschen, die dabei waren, haben wirklich eine unglaubliche Energie geschaffen. Auch das war wieder eine Werbung für Inklusion. Beispiel dafür, dass Inklusion wohl wirklich jedes Projekt besser macht. Ja, nicht nur moralisch, sondern inhaltlich eine Aufwertung ist. Und da auch nochmal der Aufruf von vorn, genauso ist mit den Bands. Wenn man da ist und sieht diese Bands, hört diese Bands spielen, erlebt das gemeinsam, das ist einfach was, was eine Gänsehaut bringt. Und so war das hier auch bei diesem Projekt. Und noch dazu haben wir ganz tolle Ergebnisse erzielen können, die ja Matthias hier vorgestellt hat, die alle relativ weit waren, zumindest das Verzeichnis, die Ticketlösung und das Bodymatching. Das Bodymatching wird durch Inklusion, muss laut sein, höchstwahrscheinlich auf den Markt kommen sozusagen. Alle drei Lösungen. Wir werden bemüht sein, von Handiclapped das Verzeichnis hier online zu bringen. Das muss man natürlich auch pflegen. Wir wollen das dann auch ausbauen, indem man die Kurzbeschreibung noch ein bisschen besser macht und Ähnliches. Da steckt also Arbeit dran. Wer sich da beteiligen möchte, sind wir offen für Hilfe und Finanzierung. An der Stelle nochmal vielen Dank an den Kultursenat, der uns das Projekt Kultur digital barrierefrei überhaupt ermöglicht hat mit der Förderung. Das war also eine wichtige und gute Sache. Der Paritäter und das Pfefferwerk, die Stiftung Pfefferwerk haben auch noch mitgeholfen. So, was kann man jetzt tun als Veranstalter? Die ganzen Leitfäden sich angucken und alles umsetzen und 100% barrierefrei werden, das kann man. Der wichtigste Punkt für mich, und das ist eine Meinung und kein Fakt, das wird auch jeder anders sehen, aber meine Meinung, nicht abschrecken lassen und ruhig kleine Schritte machen. Wir hören ganz oft, wenn wir mit Clubs oder Bühnen reden, naja, wir haben einen engen Eingang, einen Fahrstuhl, das werden wir uns nicht leisten können. Und jetzt so ein bisschen Barrierefreiheit, das ist ja auch verlogen. Aus meiner Sicht Quatsch und einer der größten Verhinderer überhaupt, dass man hier erst ein Riesenkonzept machen will, wie man nächstes Jahr 100% oder 80% barrierefrei wird. Das ist eine tolle Sache, aber viel wichtiger, jetzt loslegen mit ganz kleinen Schritten. Und da haben wir mal so ein paar hier aufgelistet. Texte in einfacher oder leichter Sprache. Natürlich kann das auch eine Wissenschaft für sich sein. Wir hatten beim Hackathon Spezialisten, die sich selber da ein bisschen kontrovers diskutiert haben, wie es richtig zu machen ist. Aber es geht gar nicht darum, das jetzt hundertprozentig sicher zu machen, richtig zu machen, sondern überhaupt verständliche Texte anzubieten. Und ich kann das jedem der Texte auch nur empfehlen. Das ist ein Erlebnis und eine Bereicherung, wenn man mal versucht, 8 Wörter pro Satz, kein Fremdwort. Das ist viel schwieriger, als es hier aussieht. Einfach mal versuchen. Vorher anbieten, dass Menschen mit speziellen Bedürfnissen das abklären können und das vorher wissen. Alternativtexte zu Bildern anbieten. Auch hier, man muss nicht gleich die ganze Webseite in Angriff nehmen, sondern einfach die aktuellen Artikel erstmal machen. Veröffentlichen, wie die Barrierefreiheit auf den eigenen Veranstaltungen aussieht, ganz ungeschminkt und offen, wie man von den Öffentlichen nach Hause kommt. Da gibt es, glaube ich, sogar von der BVG, gab es mal, ich weiß nicht, ob es noch online ist, eine Seite, wo man sich das beschreiben lassen kann. Ja, das sind einige der Sachen, mit denen man hier anfangen kann vor den Events. Dann gibt es so eine ganze Reihe, das lese ich jetzt nicht alles vor, die Folien kann jeder haben, von Möglichkeiten auf Events, einfach mit ganz einfachen Handgriffen irgendwo mal ein reflektierendes Klebeband anbringen, Piktogramme anbringen, dafür sorgen, dass das Personal überall vorbereitet ist und hilfreich ist, an der Garderobe, am Ausschank. Also da gibt es die einfachsten Möglichkeiten, die Kartons aus dem Gang räumen, die oft nicht beachtet werden. Wenn das alles umgesetzt wäre von beiden Folien, so einfach es ist, wären wir ein ganzes Stück weiter. Wir haben auch die Links zusammengestellt, das hatten wir im Chat hier so ein bisschen, wo man jetzt die Informationen finden kann in diesem Kudiba-Verzeichnis. Da sind ja viele Links, die einen bei zum Beispiel beim leichte Sprache texten, beim die Webseite in richtigen Kontrasten darstellen, die einem dabei helfen oder das zumindest checken. Es gab zum Beispiel eins ganz wichtig, Blablameter, da kann man seinen Text rein pasten und dann gucken, ob heiße Luft oder Informationen im Text stehen. Ja,
Bei der Folie habe ich lange überlegt, ob ich die zeige oder nicht. Das ist ein tolles Beispiel. Das JAM hat für unsere Konzerte eine Rampe an die Bühne gebaut, hat Wege in den Strandbereich gebaut, einen Strandclub, Strandbar, um Menschen mit Beeinträchtigungen hier größere Teilhabe auf der Bühne und im Strandbereich zu ermöglichen. Das ist eine ganz tolle Sache. Wie gesagt, es muss nicht immer die Rampe sein, viel zu oft überrepräsentiert. Es gibt ganz viele verschiedene Beeinträchtigungen, gegen die ich was machen kann, mit einem einfachen Ruheraum und Ähnlichem. Also wirklich hier die Vielfältigkeit. Man hört oft die Fragen, was bedenken denn die Behinderten dazu? Das ist so eine typische Frage. Was denken denn die Clubs dazu? Das wird jeder Club anders beantworten. Jeder Club ist anders. Und die Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigung ist genauso vielfältig wie die Menschheit selber. Wer mehr möchte an Informationen, sieht hier die Links zu der Kodiba-Webseite, wo wir das alles nochmal ganz dezidiert darstellen, wo man auch das Google Docs-Verzeichnis findet mit den über 130 Tools und Leitfäden, die wir gesammelt haben, die Zusammenstellung der Leitfäden. Ein Beispiel, die Sozialhelden waren auch mit dabei als Kooperationspartner, ist Ramp Up Me, ist eine Fraktion sozusagen der Sozialhelden. Das ist eine ganz tolle Seite, auf der man schon ganz viel findet, auch weitere Leitfäden für Entwickler. Die Frage kam im Vorfeld schon, die haben wir mit aufgenommen, gibt es einen guten Startplatz auf der hier erwähnten Seite, und Attitude is Everything hat der Matthias ja auch erwähnt, ist hier auch ein reicher Schatz, zumindest in englischer Sprache, an Informationen. Und damit sind wir am Ende und eröffnen die Diskussion, freuen uns auf Fragen, und sowohl online als auch im Nachgang, hier sind meine Daten, jeder kann mich gerne anpingen, und wir freuen uns über jedes Projekt, was in diese Richtung Inklusion nach vorne bringt. Eine Frage, die hast du schon beantwortet, kannst du aber gerne nochmal wiederholen. Deine Antwort war, wie viele Personen an der Umfrage teilgenommen haben insgesamt? Ja, also wir hatten volle Rückläufe 98, das ungefähr, ich würde sagen, ja, also über die Hälfte kam online und etwas weniger eben dann als PDF. Zusätzlich hatten wir zahlreiche E-Mails, wo einzelne Tipps, Tricks, Fragen kamen. Also über 100 Rückläufer können wir, denke ich, einfach mal behaupten. Und das war ganz gut, weil wir haben keinerlei Belohnung oder Ähnliches ausgelobt für die Teilnahme, sondern das war einfach bitte, bitte. Sehr schön. Die erste Frage ist auch schon eingegangen. Ich würde die jetzt einfach schon mal starten. Wir haben es ja schon 15.05 Uhr. Die Frage war, was ist eigentlich die beste Lösung zum Gender in Bezug auf einfache Sprache? Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich. Tja, das, ich glaube, es gibt keine offizielle Lösung dafür bis jetzt. Wir haben lange einfach das durchgeschrieben. Das Sternchen hat natürlich seinen Sinn mit der weiteren Diversität, hat ein bisschen das Problem der Screenreader, die dann immer ein Sternchen vorlesen. Das soll wohl extrem nervig sein. Deshalb hat sich der Doppelpunkt eingeschlichen. Und wir verwenden jetzt zumindest den Doppelpunkt, weil wir es für die beste Lösung halten, weil es die Diversität zeigt und im Screenreader wirklich nur als Pause gelesen wird. Okay, Matthias hatte die Antwort auch im Chat noch gepostet. Gut, ansonsten nächste. Christine Möller schreibt auch, dass sie auch den Doppelpunkt benutzen. Bestätigung ist erfolgt. Wunderbar. Ihr könnt natürlich eure Fragen stellen. Ihr könnt euch auch gerne jetzt mit Video und Audio zuwählen, wenn ihr das möchtet. Für die sich jetzt darauf noch vorbereiten, ich stelle derweil schon mal eine Frage, die ich hatte, nämlich: Was sollte man als Veranstalterin unbedingt bleiben lassen? Also, was ist Worst-Case-Szenario, was barrierehohe Zugänge betrifft? Ich würde sagen, Worst-Case ist nichts machen. Ne? Das Beste ist, sich mal Gedanken machen und mit diesen Minimalschritten, die wir hier auch aufgelistet haben, auseinandersetzen und gucken, was ich davon umsetzen kann. Ich glaube, das kann man so verallgemeinern auch gar nicht, weil das von Veranstaltung zu Veranstaltung anders ist. Ich glaube,
jemand, der ein Theater hat oder ein Theaterstück plant, hat andere, eine andere Infrastruktur und andere Voraussetzungen wie jemand, der ein Festival macht. Oder ich glaube, man muss da schon in dem Fall, also tatsächlich, so wie Thorsten sagt, das einfach zu ignorieren, ist das Schlimmste, was man machen kann. Und dann diese zwei Folien, die Thorsten am Ende vorgelesen hat, sind tatsächlich ein super Rahmen und ist auch was, was glaube ich, also ich glaube 80% der Dinge, die da beschrieben sind, gerade was man vor der Veranstaltung machen kann, kann man an einem Wochenende umsetzen, wenn man mal über die eigene Webseite geht oder über die Veranstaltungstexte. Und ansonsten, was immer eine gute Idee ist, ist eine Ansprechperson zu benennen auf allen Veranstaltungen, die kontaktiert werden kann von Menschen mit Beeinträchtigung, falls Fragen sind. Und das ist das Wenigste, was man wahrscheinlich als jeder Veranstalter, egal welcher Veranstaltung, gewährleisten kann. Gerade auch also auf der Veranstaltung und im Vorfeld, dass Menschen im Vorfeld sich melden können, im Vorfeld ihre Bedarfe abklären können und der Veranstalter auch im Bilde ist. Ich habe hier gerade, möchte ich mal spontan darauf eingehen, im Chat gelesen, wer Bilder mit Alternativtexten versorgt, tut gleichzeitig einiges für die Suchmaschinen. Optimierung, sagt hier das Hebel am Ufer, das kann ich nur unterstreichen. Und das ist eigentlich auch nur ein Beispiel. Ich glaube, dass eigentlich alles, was hier ist, auch Texte in leichter, einfacher Sprache anbieten, das ist etwas, das bringt die Seite nach vorne, das bringt die eigene Kommunikation nach vorne, das bringt die eigene Denkweise nach vorne. Ist eine mehrdimensionale Sache, die einen an vielen Stellen hilft. Genau, wir hatten ganz zu Beginn auch eine kleine Umfrage gemacht bei denen, die sich gerade eingewählt hatten, wer schon Erfahrungen hat, da gab es einige. Also wenn ihr selbst Erfahrungen habt und auch noch eigene Tools, zusätzliche Hilfsmittel kennt, postet es gerne im Chat oder meldet euch hier direkt in der Runde. Meine Frage... Noch eine Sache, entschuldige. Was noch eine Empfehlung ist, die wir bisher nicht genannt haben, was kann ich als nächstes machen? Unbedingt Menschen der unterschiedlichen Zielgruppen, für die man was machen möchte, einbeziehen, auf die Webseite gucken lassen, auf die Veranstaltung einladen, in den Zoom-Call teilnehmen lassen und direkt das Feedback von denen zu hören, weil da sind Sachen dabei, auf die man selber nie kommt, in die positive und die negative Richtung, was funktioniert denn wirklich, was nicht. Also testen, Erfahrungsberichte einfach einsammeln, das ist unbedingt auch noch etwas, was man machen kann und sollte. Cynthia fragt im Chat, ihr habt zu Beginn von Problemen gesprochen, die im Vorfeld schon vor Veranstaltungen auftreten, zum Beispiel Anmeldeprozedere. Gibt es Erkenntnisse oder Rückmeldungen von Betroffenen zu Barrieren oder Barrierefreiheit im Internet in diesem Zusammenhang? Also wurden da konkrete Beispiele genannt, zum Beispiel bei euren Umfragen, woran es denn alles scheitert? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Jetzt ging es direkt um die Ticketbuchung oder? Vielleicht kannst du das ja selber nochmal, wenn du möchtest, Cynthia, per Audio konkretisieren. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass es um diese ganzen Schritte geht bis hin zur Ticketbuchung oder auch Informationen aufgreifen etc. Ja, also im Vorfeld ist es, glaube ich, auch wie bei allen Sachen, die wir heute hier besprochen haben, ja so, dass man dass es ja nicht die Behinderung gibt und deswegen eine Lösung für alle gibt, sondern es gibt unterschiedliche Behinderungen und Beeinträchtigungen und jeder hat natürlich andere Voraussetzungen, die er gelöst braucht, um irgendwie Zugang zu Informationen zu bekommen, Tickets kaufen zu können oder vielleicht auch digitale Kulturerlebnisse zu erleben. Deswegen kann man das nicht so verallgemeinern. Menschen, die eine Hörbehinderung haben, haben wieder andere Voraussetzungen wie Leute mit einer Sehbehinderung. Aber was zum Beispiel, weil wir immer wieder bei dem Thema leichte Sprache sind, dass Informationen bereitgestellt werden in leichter Sprache, ist was, wo man zumindest schon mal viele Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung abholen kann und denen den Zugang ermöglichen kann. Was auf jeden Fall in der digitalen Welt was ist, was auch relativ leicht lösbar ist, ist, dass der Kontrast einstellbar ist von der Webseite, sodass Menschen mit einer Sehbehinderung die Informationen leichter lesen können.
Und so muss man, glaube ich, tatsächlich für sich selber entscheiden, wenn, was man für Kulturveranstaltungen anbietet und wer womöglich ein Problem haben könnte, Informationen oder Tickets für die Veranstaltungen zu lösen und sich dann an die jeweiligen Challenges selber ranmachen. Ich glaube, das ist schwierig zu verallgemeinern. Genau, denke ich auch, dass das sehr... Oh, Thorsten. Entschuldigung. Ein Beispiel, was wir noch hatten, gerade bei der Ticketbuchung oder auch bei Events-Vorschau, ist, dass Kalenderformate immer sehr problematisch sind, dass es also keine gut durchsuchbaren Kalender gibt, dass wenn man jetzt seine Events nur in die Kalender reinhaut und darüber bewirbt, dass die dann manchmal sehr schwer bis gar nicht zu finden sind. Genau. Ich hatte noch eine Rückmeldung bekommen zu unseren eigenen Veranstaltungsvorbereitungen, die wir machen bei Kulturbe Digital. Wir versenden auch gerne Anleitungen, wo man zum Beispiel das Tool erklärt kriegt, wenn wir speziellere Tools benutzen, die gerne auch sehr bebildert sind, was natürlich dazu führt, dass Personen, die eine Sehbeeinträchtigung haben, die Anleitungen nur zum Teil nutzen können. Und das muss man erstmal wissen. Also der eigene Perspektivwechsel ist ein ganz wichtiger, und das habt ihr ja auch angesprochen, dass da zum Beispiel die ko-kreative Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen verschiedenster Art extrem helfen kann. Wir haben noch eine Frage im Chat, die ganz spannend ist, nämlich von Mirko. Gibt es eine von der Stadt gehostete Plattform, auf der positive und innovative Projekte aus der Kulturinklusion präsentiert und nachahmbar gemacht werden? Kennt ihr da was? Vielleicht auch nicht unbedingt aus Berlin, aus anderen Kontexten geht natürlich auch. Also ich kann tatsächlich eben die Webseite Attitude is Everything in England ans Herz legen. Die sind 25 Jahre weiter wie wir hier in Deutschland. Die machen das professionell. Die werden auch tatsächlich kontinuierlich staatlich gefördert und nicht nur projektbezogen, sondern die haben zum einen eine staatliche Förderung, wo quasi ein großer Fokus drauf gelegt wird, dass Kulturveranstaltungen barrierefreier sind. Da gehören, also ich kann das mal kurz erklären, die sind mittlerweile so weit gekommen, dass wenn in der Stadt eine neue Venue gebaut wird, werden die kontaktiert und als Berater rangezogen, damit die Venue von vornherein möglichst barrierearm aufgesetzt werden kann. Die haben einen Pool an, wie nennen die das, ich glaube Secret Tester, oder auf jeden Fall haben die eine Gruppe an Menschen mit Beeinträchtigungen, die übers Jahr verteilt in verschiedene Venues, in verschiedene Festivals gehen und dort quasi die Barrierefreiheit überprüfen und diese überprüften Bögen dann quasi zurück an Attitude is Everything schicken. Daraus resultiert dann, dass die verschiedenen Venues verschiedene Stempel bekommen, also Bronze, Gold oder Silber. Und umso barrierefreier die Veranstaltung ist, umso höher gerankt wird diese Veranstaltung dann. Die haben Best Use Cases für Festivals anhand von was gemacht wurde barrierefreiheitsmäßig und was das auch für ökonomische Auswirkungen für die jeweiligen Festivals und Veranstaltungen hatte. Die machen Studien, die haben, also da auf der Webseite kann man sich tatsächlich, ist halt auf Englisch, aber auf der Webseite kann man sich umgucken, und da gibt es Best Practice Beispiele in Deutschland. Gibt es das leider nicht. Das ist auch tatsächlich, dass wir jetzt hier eine Förderung bekommen haben, ist nicht selbstverständlich. Es gibt wenig Angebote für Förderprojekte im Kulturbereich, um Barrierefreiheit herzustellen. Es ist schade, aber vielleicht hat ja das Projekt hier jetzt dazu geholfen, dass sich vielleicht auch andere Förderinstitutionen mehr Gedanken darüber machen und dass man da vielleicht ein bisschen mehr bewegen kann. Es liegt vor allem daran, dass es eben keine große Lobby gibt bei Menschen mit Beeinträchtigungen, die dann auch mit den jeweiligen Fördermittelgebern sprechen und sagen, hey, da müsst ihr mehr machen. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist mir, ich weiß nicht, ob Thorsten, ob du jetzt eine Plattform kennst, auf der Beispiele genannt werden, außer euch. Es gibt verschiedene Plattformen. Also hier ist ja jetzt direkt von Kunst und Inklusion. Es gibt zum Beispiel Eucrea, das ist der Verband von darstellenden Künstlern, die Webseite. Dann die Sozialhelden haben ganz verschiedene Webseiten, von der allseits bekannten Wheelmap, aber auch zu Leitmedien, wo es darum geht, wie kommuniziere ich, wie spreche ich über das Thema. Und natürlich mache ich hier nochmal gern Eigenwerbung für unsere Barmusikseite, auf der über 50 verschiedene Projekte und Bands dargestellt werden, die sich mit Musik und Inklusion im Besonderen auseinandersetzen. Okay, da gibt es noch eine ganz neue Frage im Chat.
Eine lange Frage, ich lese sie einfach mal vor. Die Stiftung Berliner Mauer möchte das Angebot auf der eigenen Webpräsenz barrierearm gestalten. Die Website wird neu gelauncht und Sie können sich derzeit nicht einigen, ob Sie Angebote, die explizit inklusiv sind, zum Beispiel taktile Führung, extra in einem Reiter, also Menüpunkt, inklusive Angebote anpreisen sollen oder nicht, weil ja im Grunde alle Angebote für alle offen stehen. Wie steht ihr dazu? Habt ihr Erfahrungen, vielleicht auch aus euren Rückmeldungen, in Richtung Auffindbarkeit von barrierefreien Angeboten, sollten die speziell markiert sein oder sollte eigentlich jede Veranstaltung entsprechende Inhalte oder entsprechende Hinweise enthalten? Also ich habe jetzt erst kürzlich von Leuten gehört, dass es sehr hilfreich ist, wenn es, also ich glaube, das ZDF haben auf ihrer Webseite sowas, da gibt es einen Button, der heißt barrierefrei, wenn man den klickt, dann bekommt man Zugang zu den barrierefreien Angeboten. Das erleichtert natürlich extrem die Suche für jemanden, der nach barrierefreien Angeboten sucht. Da muss er nicht die ganze Webseite durchsuchen, sondern es ist traurig, aber es ist ja heutzutage so, dass man davon ausgehen muss, dass die Sachen nicht barrierefrei sind. Und wenn man dann Sachen sucht, die barrierefrei sind, dann ist es schön, wenn man direkt darauf hingewiesen wird. Wenn man jetzt gerade eine neue Webseite baut in dem Bereich, dann, also ich weiß jetzt nicht, wie die Webseite aufgebaut ist, aber normalerweise ist es so, wenn man die Informationen über diese taktilen Führungen bereitstellt, dann muss man das ja nicht zweimal bereitstellen oder mehrfach bereitstellen, sondern es reicht ja, wenn man quasi nochmal einen extra Button auf die Webseite packt, der quasi direkt auf diese Unterseite verlinkt. Und trotzdem kann dann dieses Angebot im normalen Kontext der Webseite trotzdem stattfinden. Also ein Button zu Barrierefreiheit ist auf jeden Fall was gern gesehen ist, zumindest aus dem, was ich bereits erfahren habe jetzt in der letzten Zeit. Okay, eine Frage, die ihr an uns gestellt habt, Matthias und Thorsten. Achso, Thorsten will noch was ergänzen, dann schiebe ich meine Frage. Zu den Seiten vorne, die gezeigt wurden, es gibt auch die Seite visitberlin.de. Da sind ja alle möglichen verschiedenen Angebote, auch Kulturangebote drauf. Auch da gibt es die Möglichkeit, seine Veranstaltung einzustellen und als barrierefrei zu kennzeichnen. Das ist auch noch ein Hinweis an der Stelle. Genau. Gina fragt, ob sie sich direkt dazu schalten kann. Macht das gerne. Schaltet euch einfach mit Video dazu und mit eurem Mikro. Ihr könnt auch nacheinander euch schon reinschalten, haltet dann das Mikro aber noch kurz stumm geschaltet. Wenn ihr euch nur als Gast eingewählt habt mit der Einstellung nur zuhören, kann das ein bisschen schwerfallen. Dann müsstet ihr leider dieses Fenster nochmal neu laden, wenn ihr mit Mikro dazukommen möchtet. Genau. Ansonsten, Gina, einfach schon mal reinladen und dich aktivieren. Genau, ich habe auch eben gesehen, da hatte sich Heiko kurz aktiviert. Möchtest du eine Frage stellen oder hattest du einen Hinweis? Wenn nicht, ziehe ich Julianes Frage schon mal vor, nämlich wie stellt man dann selbst Angebote bei Visit Berlin ein? Bisher wurde uns gesagt, dass Einträge aus dem Museumsportal importiert werden, wenn es passt. Das ist wahrscheinlich keine Frage an euch beiden, Matthias und Thorsten, weil jetzt nicht direkt aus dem Museumskontext kommt. Nee, bei Museen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es für Konzerte, weil ich unsere Konzerte da reinstelle. Da gibt es eine Pflegemaske, da meldet man sich ein und kann die dann da eintragen. Also muss man einmal einen Zugriff beantragen und dann kann man selber seine Events da eintragen. Das geht zumindest bei speziellen Events bei Museen, jetzt bei so einer Führung zum Beispiel. Wie das jetzt im normalen Museumsbetrieb ist, weiß ich nicht. Genau, wir haben aber auch jede Menge Museen mit in der teilnehmenden Liste. Also wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt oder Hinweise geben könnt, gerne auch einfach in den Chat schreiben. Genau, Gina, du hattest schon lange gewartet. Jetzt tippst du, aber magst du nicht einfach... Genau. Sorry, es hat einen Moment gedauert, weil ich erst per Echo-Test mein Mikro einschalten musste. Aber jetzt bin ich da und würde gerne meine Frage stellen, wenn es passt. Und zwar fand ich dieses Ticket für alle Projekt sehr spannend, habe mich nur gefragt, wie viel Sinn das macht, wenn man sozusagen schon ein Ticket gekauft hat und dann dort seine Bedarfe angibt. Also ich habe das gerade nur ganz kurz auf einen Blick gesehen, da war zum Beispiel sowas bei wie DGS-Verdolmetschung. Und wenn wir jetzt an einem Theater eine DGS-Verdolmetschung planen, dann würde das schon Monate vorher entweder feststehen, dass es die gibt oder eben nicht. Und wenn jemand dann sein Ticket kauft, und dann diese Option auswählt, uns die schickt, können wir darauf ja gar nicht mehr wirklich reagieren. Also für bestimmte Dinge macht es durchaus Sinn, zu wissen, da kommt jemand mit einem Rollstuhl oder mit einem Blindenführhund oder was Ähnliches. Aber wenn es keine Audiodeskription zum Beispiel oder eine DGS-Verdolmetschung gibt, können wir ja gar nicht mehr darauf reagieren.
Gibt es auch die Möglichkeit, anstatt das im Ticketshop sozusagen so zu verbinden, dass das nach dem Ticketkauf passiert, das vielleicht auf der Veranstaltungsseite oder so schon zu implementieren, dass wir sozusagen die Leute uns vorher konkret Fragen stellen können und ihre Bedarfe anmelden und wir dann mit ihnen in Kontakt treten können und sagen können, das und das können wir anbieten, aber das wiederum nicht? Ich glaube, das ist eine grundsätzliche infrastrukturelle Frage, die sich jeder selber stellen muss. Also wenn ihr jetzt sagt, wir planen jetzt ein Stück, in dem wir Audiodeskription anbieten, dann weist ihr das ja vermutlich auf der Veranstaltung gesondert aus, sodass die Leute sehen, es gibt eine Audiodeskription. Wenn ihr sie nicht anbietet, ich weiß nicht, inwiefern das was ändern würde. Also wenn sich da 5 Leute melden, die sagen, sie bräuchten eine Audiodeskription, was hätte das für einen Einfluss auf euch? Also würdet ihr dann quasi die Audiodeskription vorhalten? Das könnten wir natürlich nicht dann so spontan, aber da wir würden natürlich die Bedarfe unseres Publikums besser kennenlernen und daraufhin vielleicht anpassen können für die zukünftige Planung. Also ne, das hat natürlich dann auch so eine Art statistischen Wert irgendwie. Und wenn es andere Punkte angeht, könnte man vielleicht auch noch spontan reagieren bei anderen Sachen. Rein technisch wäre das möglich oder kann man das nur in einen Ticketshop implementieren? Nee, technisch ist es auf jeden Fall möglich. Also wenn ich dich jetzt, nur damit ich dich nicht falsch verstehe. Also deine Frage ist, dass quasi dir ist es zu spät, wenn jemand ein Ticket kauft und dann bekannt gibt, dass er quasi eine folgende Lösung braucht. Du würdest es gern vorher im Prozess einbinden. Aber dann meine Frage, was ich nicht so ganz verstehe, ist, an welchem Punkt soll das passieren? Also normalerweise ist es ja so, ihr plant eine Veranstaltung und wenn die dann, wenn klar ist, die findet statt, dann stellt ihr die auf der Webseite dar und sagt so, hey, die findet an dem und dem Tag statt, hier könnt ihr Tickets dafür kaufen, richtig? Ja. Und an welchem Punkt wäre dann noch die Möglichkeit, oder wo würdest du das gerne einbauen? Also das ist ein Tool, das noch total flexibel ist, man kann da bestimmt einiges machen. Tatsächlich auf der Veranstaltungsseite. Also bisher haben wir da jetzt einen konkreten Kontakt auch angegeben. Wenn es Fragen gibt zur Barrierefreiheit zum Beispiel, könnt ihr jetzt natürlich eine Mail schreiben. Aber vielleicht ist so ein Formular tatsächlich einfacher, weil das irgendwie, man muss sich nicht die Arbeit machen, selbst eine E-Mail zu schreiben, einen Kontakt, sondern das ist ja alles super barrierefrei gestaltet. Man muss einfach nur Felder ausfüllen und anklicken. Vielleicht ist das so ein Weg, um einfach Bedarfe abzufragen, schon an der Stelle. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich glaube, also erstens mal, dieses Tool gibt es leider noch nicht, aber wenn das Tool fertig wäre, dann gäbe es die Möglichkeit, dass du zum Beispiel sagst, dass es auf der Webseite unten gibt es die Frage, hey, du benötigst Barrierefreiheit, dann klicke hier und dann landet jemand auf der Seite, wo er quasi diese 10, 15 Fragen ausfüllen kann und am Ende dann quasi diese Übersicht hat über seine eigenen Beeinträchtigungen, die er hat und die quasi gelöst werden müssen vor Ort. Und wenn du dann quasi wenn du sagst, die Leute haben die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben, dann würde es ja reichen, wenn es quasi dort ein Bemerkungsfeld gibt, auch direkt auf der Webseite, wo die Leute den Link, die sie aus dem Ticket für alle dann gezogen haben, reinposten können und euch schicken können, sodass ihr seht, okay, da hat sich jemand angemeldet. Das ist rein theoretisch, also rein technisch ist es möglich, wenn dieses Tool draußen in der Welt wäre, dann wäre so eine Lösung möglich. Okay. Und sind die Fragen, ist das auch so gedacht? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich würde sagen, je früher man die Frage stellt, desto besser. Wichtig ist, dass sie dann auch beim Ticketkauf da ist, damit man denkt ja gar nicht im Vorfeld, selbst wenn man jetzt an Audiodeskription und alles denkt, gibt es genug Sachen, an die man nicht denkt und das findet man nur auf diese Weise heraus. Ja. Wichtig an diesem Tool war ja auch, dass man das einmal ausfüllt und dann diesen Link hat. Und nicht jedes Mal, wenn ich mich jetzt wieder auch zu einer Veranstaltung anmelde, jedes Mal wieder reinschreibe, ich komme im Übrigen mit einem Hund und der braucht Wasser, das muss ich irgendwo hinstellen. Oder was ich auch immer da reinschreibe, sind ja teilweise größere, längere Texte, dass ich einfach nur noch diesen Link habe und da wird das sehr verständlich und gut dargestellt. Genau, das meine ich. Das finde ich nämlich auch so gut daran, weil wenn man jedes Mal eine E-Mail schreiben muss, ist es natürlich ein viel größerer Aufwand, als wenn die Person einfach diesen Link benutzen kann. Also, dass es das gibt, macht ja total viel Sinn. Ich frage mich halt nur, an welcher Stelle, weil ich dann denke, als Veranstalterin, jemand hat ein Ticket gekauft und dann sehe ich, oh, ich kann diese ganzen Bedarfe gar nicht erfüllen. Das ist ja für beide Seiten dann auch frustrierend am Ende. Deshalb, aber besser, wenn ich den im Vorfeld kontaktieren kann und sagen kann, oh, im Übrigen, da nächste Woche Donnerstag, absolut. Schwierig, als dann an der Tür ihn nach Hause gehen zu lassen. Na klar. Ja, das stimmt. Okay, ja, ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann zustande kommt. Das finde ich einen sehr guten Ansatz auf jeden Fall. Dankeschön.
Genau, rund um die Frage zum Zustandekommen. Mit Blick auf die Teilnehmendenliste haben wir gesehen, dass einige dabei sind, die schon selbst in dem Feld arbeiten. Auch Diversity Arts Culture dabei sein sollte. Falls ihr Programme kennt, Förderprogramme, die entsprechende Tools, Prototypen weiterentwickeln, helfen könnten, schreibt das gerne in den Chat. Das interessiert natürlich Matthias und Thorsten besonders, dass es weitergeht. Ansonsten eine Frage, die ihr beiden im Vorfeld auch an mich gestellt habt, habe ich jetzt auch mal in den Chat noch mit reingepackt, nämlich was das Hindernis für euch als Gäste hier ist bei der Umsetzung Barriereangebote. Da kommt schon das erste rein, Finanzierung, Zeit- und Denkmalschutz, Denkmalschutz, Personal, unklare Zuständigkeiten, Denkmalschutz, Ressourcen, Zeit, Geld, Personal. Also Ressourcenfragen immer ganz viel. Meine Frage an euch beiden nochmal und dann, Thorsten, hast du auch nochmal eine Frage oder einen Hinweis gerne danach. Kennt ihr jetzt in den Tools, die ihr gesichtet habt und in den Hilfsmitteln Beispiele dafür, die gerade den Faktor Zeit auch entlasten? Also zum Beispiel helfen bei der Untertitelung von Videos oder beim Transkribieren von Inhalten. Kennt ihr da gute Hilfsmittel, die zumindest diesen Faktor Zeitressource, Personal etwas abfedern? Ja, also es gibt dort eine ganze Reihe an Tools, die gerade bei der Untertitelung helfen. Und das Schöne ist ja, dass sich die Technologien in dieser Welt ständig weiterentwickeln und jetzt immer wieder neue Tools auf den Weg kommen. Ich habe erst letzte Woche eins entdeckt, dass das durch künstliche Intelligenz automatisch macht. Also man kann quasi diesen Prozess der Untertitelung schon, das ist natürlich immer eine Frage, auch eine Kostenfrage am Ende, weil die guten Tools kosten alle Geld, weil die gepflegt werden und weiterentwickelt werden. Aber es gibt mittlerweile Tools da draußen, wo man zum Beispiel den Untertitelungsprozess relativ autark machen kann und der auch fast so gut wie keine Fehlerquote mehr hat, zumindest in deutscher und englischer Sprache. Da gibt es eine ganze Reihe an Tools, die da drin sind. Man kann das auch, also diese Tabelle auch ordnen und dann für sich selber erstmal gucken, was einem relevantesten ist. Da gibt es Tools, die Zeitersparnis definitiv herstellen. Wie mit allem auf dieser Welt, man muss sich einmal halt damit auseinandersetzen. Und wenn man es, glaube ich, einmal gemacht hat, die meisten sind auch wirklich leicht verständlich, dann und das sind in seinem normalen Prozess bei der Erstellung von Veranstaltungen im Internet oder wo auch immer dann mit einbindet, dann wenn man es einmal gemacht hat, dann ist der Prozess danach relativ, relativ zügig und relativ einfach. Ja. Okay. Sind einige der Beispiele auch dann in der Aufstellung drin, die ihr zusammengefasst habt? Super. Genau, Thorsten, du hattest noch eine Anmerkung zu dem Punkt davor. Oder auch ja, zu jetzt. Auf jeden Fall mal die Tool-Liste runterladen. Das sieht erstmal, wenn man auf die Seite kommt, ein bisschen erschreckend aus, die 130, eine sehr große Excel-Tabelle. Aber wir können das auch gerne als PDF, wenn es jemand lieber als PDF haben will, zuschicken. Einfach mal reingucken und selber ein bisschen schmökern. Ich hatte hier noch gelesen den Hinweis auf die Aktion Mensch. Kann man natürlich auch, ist auch immer eine Ressource auf der Webseite der Aktion Mensch. Gibt es auch Leitfäden und Anweisungen. Also das ist auch eine Ressource für Barrierefreiheit, die man auf jeden Fall mal sich anschauen kann. Da gibt es auch Förderungen teilweise für barrierefreie Projekte. Wir haben beispielsweise, wir haben eine Förderung der Aktion Mensch auch. Teilweise auch eben ganz konkret zu Barrierefreiheitssachen. Gerade wenn es um kleinere Projekte geht, bis 5.000 Euro, ist das immer ein Versuch wert. Sehr schön. Vorhin kam auch der Hinweis, irgendwie, wie findet man Menschen, die als Ansprechpartnerin fungieren können? Wie seid ihr daran gegangen? Also ihr habt natürlich euer Netzwerk nutzbar gemacht im Vorfeld des Hackathons, aber was würdet ihr noch vorschlagen? An wen kann man sich wenden, wenn man Menschen sucht, für die auch die Angebote hilfreich sein sollen? Auch da gibt es wieder unterschiedliche Menschen, die dafür in Frage kommen. Wir haben bei uns im Hackathon tatsächlich zwei Leute dabei gehabt. Der eine hat eine Agentur, die sich nur damit beschäftigen, Webseiten zu erstellen, die möglichst barrierearm sind. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr parat, aber vielleicht kann Thorsten da mir helfen. Es gibt auf jeden Fall eine Agentur, die sich nur damit beschäftigt. Das heißt, wenn jemand tatsächlich einen
Budget jetzt hat, um zu sagen, wir bauen eine neue Webseite oder wir bauen eine Webseite für ein bestimmtes Projekt, dann kann man diese Agentur kontaktieren und die stellt dann sicher, dass die Webseite so gut es geht mit den Mitteln, die vorhanden sind, barrierefrei ist. Leider haben wir keine Taskforce, also wir haben zwar einen Bundesbehindertenbeauftragten, aber auch traurig das zu sagen, da passiert gar nichts auf der Webseite, es sind auch keine Informationen, die irgendwas bereitstellen. Wir müssten eigentlich mehr tun dafür. Wir sind da noch ein Stück davon entfernt, also wenn es eine Taskforce an Menschen mit Beeinträchtigungen gäbe oder Menschen, die Experten sind in der Herstellung von Barrierearmut, dass man die kontaktieren könnte und die dann einen vermitteln oder einen beraten, wäre das total großartig. Das gibt es bis jetzt noch nicht. Vielleicht passiert es mal in der Zukunft, muss man gucken. Ich persönlich habe da, also ich finde, was ich gerade schön finde oder was in der letzten Zeit ja sehr viel passiert ist, dass das Thema Gleichberechtigung zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern sowohl auf der Bühne als auch im Publikum gewährleistet sein soll. Zur Inklusion gehört aber mehr als nur die Gleichberechtigung zwischen Mann, Frau und anderen Geschlechtern, sondern Inklusion bedeutet, dass alle eingebunden werden und da gehören nun mal Behinderte auch mit dazu. Ich fände eine Initiative super, wo in Theaterplänen mindestens 1-2 Theaterstücke von und mit Menschen mit Beeinträchtigung gemacht werden, wenn Festivals stattfinden, dass mindestens 2-3 Bands mit Beeinträchtigung, natürlich muss der qualitative Standard da sein, klar, nur damit es aus den Gründen, sich da das in sein Line-Up mit einzubauen, macht jetzt keinen Sinn, aber es sind sehr viele gute Bands und sehr viele gute KünstlerInnen in anderen Bereichen da draußen. Ja, was fehlt, ist eine Datenbank, auch um die zu finden. Also das, was Thorsten mit Bar Music gemacht hat, ist ein erster Ansatz, um zumindest im Musikbereich das herzustellen. Tatsächlich ist ein großer Punkt die Auffindbarkeit von Experten, die helfen können, als auch von KünstlerInnen, die auftreten könnten. Das fehlt momentan noch. Ist bis jetzt eben keine Priorität gewesen, um dafür Instrumente auf den Weg zu bringen. Wäre schön, wenn sich das ändert. Also wir hatten einige dabei. Also wenn jemand konkret sucht, wie gesagt, Platz da ist ein Verein hier in Berlin, die Sozialhelden natürlich, Förderband e.V., die waren dabei, haben sehr viel Know-how aus dem Hör- und Sehbehindertenspektrum dazu gebracht. Grenzen sind relativ. Und es gibt die verschiedensten Vereine, die da helfen oder Miteinander ohne Grenzen zu leichter Sprache. Wenn da jemand konkrete Frage, Projekt hat, kann er gerne auch fragen, dann können wir gerne da ganz konkrete Hinweise, Verknüpfungen schaffen. Wunderbar. Oder es gibt einen Verein, waren zwei Teilnehmerinnen waren dabei von, ich sag mal, so eine Art Jugendgruppe der Aktion Mensch, hier ein Berliner Verein, der Menschen mit Beeinträchtigung Inklusionsprogramme speziell für Kinder und Jugendliche macht. Also da ist wirklich ein ganz buntes Spektrum. Die ganzen Verbände hat man natürlich der verschiedensten Beeinträchtigungen. Ja, also viele Möglichkeiten. Thorsten, wie hieß nochmal der Brunos-Laden? Die beiden Agenturen, die dabei waren, war Focus Digital, das ist eine Berliner Kommunikations- und Grafikagentur, und OV, OVAU, Oliver Faupel, Grafikagentur, das waren die beiden, die an dem Projekt mit dabei waren. Und dann gab es da noch eine, das müsstest du aber wissen, die auch Ticketlösungen, komme ich nicht drauf, muss ich nachgucken. Ah, Ticket für alle war das. Ticket für alle, genau, das ist ja auch noch jemand, genau, richtig. Nee, Quatsch, Ticket für deine Tickets heißt, ja, Ticket für alle war ja das Hackdings, deinetickets.de oder so hieß das. Die wollen da, das ist eine White-Label-Lösung, wo man sich selber ein Ticketing-System aufbauen kann und der Mensch, der da dabei war, der war auch den ganzen Hackathon dabei und will in Zukunft auch das in sein White-Label-Ticketing-Lösungssystem einbauen, dass es möglichst barrierefrei von vornherein ist. Ist momentan noch nicht so weit, aber der hat da großes Interesse dran gezeigt und will sich damit beschäftigen. Da kann ich nochmal, ich mache hier nochmal, Entschuldigung, 2K, falsch, kudibar.berlin ist die Webseite des ganzen Projektes. Wenn man da unter Helfer geht, dann sind alle Kooperationspartner mit Logo da aufgeführt und da kommt man auch auf die Webseiten. Also da kann man selber stöbern und alles, was ich gerade hier runtergerasselt hat, ist da verlinkt. Die Frage, wie kann man dazu beitragen, dass das Wing-Buddy-Projekt fertig wird? Was braucht ihr? Tatsächlich ist das so ein Punkt. Dieses Team war
extrem engagiert und die haben auch im Nachhinein dann diese Präsentation gemacht und haben das alles super dokumentiert und das Open Source ist, also und ja, nee, eine von diesen Beteiligten ist eine Masterstudentin, die jetzt, die studiert Interface Design, glaube ich, oder Experience Design. Auf jeden Fall hat die das zu ihrer Masterarbeit gemacht, dieses Projekt, weil sie kein fiktives Projekt nehmen wollte, sondern hat sie dieses Projekt genommen und entwickelt das gerade, designt das gerade zu Ende für ihre Masterarbeit. Der Code und die technische Substanz ist auch da. 80% von dem Team würden sich jetzt auch nochmal zusammenfinden und das fertig entwickeln. Also auch die Expertise der Leute ist da. Es fehlt tatsächlich nur an Geld. Ja, also ich hoffe, dass ihr Anschlussförderung findet. Es wäre so schade, wenn das an der Stelle dann hängen bleiben würde. Genau. Ja, ich sehe. Inklusion muss laut sein, dass der Verein, der das da ins Leben rufen würde, sich direkt mit denen in Verbindung setzen. Ja, Crowdfunding ist immer keine sichere Bank, sage ich mal, aber eine Option. Ja, tatsächlich ist es so, wie Thorsten gesagt hat, dieses von dem Tool würde tatsächlich Inklusion muss laut sein am meisten profitieren. Also das ist ja, nur um das nochmal so ins Verhältnis zu setzen, dieses Kudibar-Projekt wurde von Handiclapped und von uns quasi initiiert und durchgeführt, aber Teile dieser Ergebnisse, die da rausgekommen sind, davon profitieren natürlich ganz andere Leute als Handiclapped oder wir jetzt hier. Und Inklusion muss laut, dieses Wingbody-Projekt ist tatsächlich komplett auf Inklusion muss laut sein zugeschnitten, weil die diese Datenbank haben, weil die beratend in diesem Hackathon tätig waren und das wurde jetzt alles für deren Use Case quasi zugeschnitten. Ich glaube, wenn es da das Interesse an einem Engagement gibt und jemand von euch sich mit denen in Verbindung setzen möchte und da nochmal aktiv dazu beitragen möchte, dass das Tool auf den Weg kommt, dann verbinden wir euch total gerne mit der Person, die dort Ansprechpartnerin ist und die beim Hackathon dabei war und das Projekt gerne weitermachen möchte. Über Crowdfunding haben wir nachgedacht, aber es ist ein großer zeitlicher Aufwand und ja, das ist tatsächlich was Inklusion muss laut sein, also wir würden das Projekt, wenn das notwendig ist, dass es ein Projektmanagement gibt und dass man das Ganze zusammenführt und dann quasi die Entwicklung vorantreibt, dann wären wir bereit, das zu betreuen. Aber die tatsächliche Ansprechperson dafür wäre Inklusion muss laut sein. Aber wie gesagt, die Ansprechpartnerin, die es da gibt, die vermitteln wir gerne. Ja, wir sehen natürlich auch, dass wir unsere Projekte finanzieren. Und wir werden uns aber dieses Kudibar-Verzeichnis auf jeden Fall annehmen. Mit der einen oder anderen Förderung lehne ich mich mal aus dem Fenster, werden wir das dieses Jahr, denke ich, noch online bringen. Und was ich noch vielleicht sagen wollte zu Inklusion muss lautern in diesem Wingbody-Projekt, das war ja auch gerade so toll. Das war ein Challenge, an dem wir am vorigen Jahr nicht gedacht haben. Den hatten wir sogar in dem Fragebogen nicht adäquat vorbereitet, sondern es war einfach was in ganz vielen Kommentaren und Freitextsachen reinkam. Und es war klar, okay, Begleitung ist ein Riesenthema. Und wir kannten den Verein, hatten auch Kontakt schon zu dem, haben mit denen dann vor dem Hackathon schon Tuchfühlung aufgenommen, gesagt, hier, wir machen da was, da kommen ganz viele Fragen, wie sieht es aus? Und haben gesagt, ja, das wäre perfekt, wir haben eine riesen Datenbank, das zu automatisieren wäre unser Traum. Und dann hat sich da auch im Hackathon dieses Riesenteam aus verschiedensten Leuten, Mentoren und Mitmachern, Designer, Entwickler zusammengekommen und das auf die Beine gestellt. Das war also war echt ein Traum, kann man sagen. Die Teilnehmende von Inklusion muss laut sein, ist dann bei der Preisverleihung. Die haben tatsächlich, das ist ja so ein Wettbewerb, da werden Preise ausgelobt und die haben dann auch gewonnen und es ging sehr emotional dann auch zur Sache, was sehr schön war. So soll es sein. Ich habe eben gesehen, dass Heiko nochmal versucht hat, sich dazu zu schalten. Genau, Heiko, magst du deine Frage stellen? Einfach das Mikro aktivieren. Du musst es wahrscheinlich dann nochmal im Browser freigeben, leider. Ich hoffe, das klappt. Gerade nicht. Aber falls du die Frage noch stellen willst, schalte ich gerne noch dazu. Ansonsten, ich sehe jetzt keine neuen Hinweise mehr aus dem Chat. Thorsten, Matthias, habt ihr noch eine Frage, die ihr an unsere Teilnehmenden stellen möchtet? Naja, im Grunde genommen, Thorsten, bitte fang an. Nein, bitte.
Nein, komm, Alter, vor. Dann bestimme ich, dann darf Thorsten beginnen. Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, manchmal fallen einem die Fragen erst hinterher ein oder auch Kommentare oder Tipps. Unsere E-Mail-Adressen sind da. Auf unserer Webseite im Internet überall ist auch meine Telefonnummer zu sehen. Man kann mich gerne kontaktieren und wir sind immer gerne helfen bei allen Projekten und freuen uns auch über Hilfstipps. Ja, was ich sagen wollte ist, dass es, also es sind immer mehrere Parteien, die dazugehören, um eine inklusivere Gesellschaft zu gestalten und ich glaube, dass diejenigen, die die Tools nutzen, die braucht man nicht überzeugen, die sind dankbar um alles, was passiert. Wir sind total gerne bereit zu helfen, damit diese Tools auf den Weg gebracht werden oder dass Veranstaltungen inklusiv oder barrierearmer gemacht werden. Es fehlen eben die zwei letzten Parteien und das eine ist das Verständnis bei Fördermittelgebern und Politik, dass da mehr getan werden muss und das andere sind tatsächlich VeranstalterInnen, die sich dafür engagieren möchten, dass es dass was anderes passiert. Und ich glaube, wenn es da ein großes Bedürfnis gibt, dass, vielleicht müsste man das mal abfragen, vielleicht wäre das mal eine Maßnahme des Kultursenats, um mal auf den Weg zu bringen, in der Berliner Kulturlandschaft abzufragen, wer denn bereit wäre, die Sachen barrierearmer zu gestalten, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, weil wir können so viele Tools und so viele Sachen, wie wir wollen, entwickeln und bereitstellen. Wenn sie am Ende keiner nutzt und wenn sie am Ende nicht implementiert werden, dann bringt das Ganze auch nichts. Vielleicht hilft es, wenn der Druck von der Veranstalterinnenseite kommt, dass eben dort klar gemacht wird, so hey, wir würden es ja machen, wenn wir entweder finanzielle Unterstützung bekommen würden, wenn es jetzt tatsächlich richtig Baumaßnahmen sind oder wenn es um beratende Unterstützung geht oder was auch immer. Also ich glaube, ja, es muss, glaube ich, ein bisschen mehr Druck aufgebaut werden. Ich sage das immer wieder, ich kann mich nur wieder wiederholen, ich finde das super, dass es bei dem Gleichberechtigungsthema jetzt gerade dieser Druck über Jahre gewirkt hat und da jetzt gerade viel passiert. Wenn das Gleiche in der Behindertenarbeit und Gleichberechtigungsbarrierearbeit auch passieren würde, dann könnten wir vielleicht dort einen ähnlichen Effekt erzielen. Würde mich freuen. Daran liegt es, glaube ich, am meisten. Aber Fragen haben aber ich jetzt auch nicht so richtig wirklich, sondern ja, eher Vorschläge. Und noch eine Einladung. Am 17.03. ist unsere inklusive Party. Ihr seid alle eingeladen. Man muss sich anmelden, maximal 100 Leute. Also es ist für alle, ne? Wie alles, was wir machen. Wir richten uns nicht an Menschen mit Beeinträchtigung, sondern an alle. Von daher, macht mit. Vielen Dank, dass wir hier heute präsentieren durften und das so nochmal vorstellen durften.